und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Spontan. Ganz spontan. Das ist spontan. Ich habe nichts gemacht. Wahnsinn, als ein Publikum so singen kann ohne Probe. Ne? Ja. Und sogar 2, 3, 4, 5 stimmig. Irre. Also jeder, ne? Für sich einfach. Normalerweise gibt es das nur, wenn irgendein Regisseur beschäftigt wird, der wahnsinnig viel auch inszeniert hat und das studiert hat und das mit den Leuten übt. Aber dass die das so hinkriegen. Nee, das können die hier. Die sind in Berlin sehr talentiert. Florian, du hast Geburtstag. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. 3 und egal. Die Zahl davor ist eh wurscht. Und ich habe auch ein Geschenk für dich. Ehrlich? Ja, ich habe das heute extra gekauft, weil ich wollte es unbedingt haben und wollte es mir nicht liefern lassen. Oh, ich bin gespannt. Was meinst du denn, was es ist? Irgendwas Perverses. Na, ja, könnte man sagen. Ein Buch mit Nacktheit drin, würde ich sagen. Viele Bilder, wenig Text, ideal für mich. Nein, viel Text, wenig Bilder. Oh, dann will ich es nicht. Du liest gerne Sachbücher, glaube ich, oder? Ja. Ich wollte dir erst eins von Lisa Eckhardt kaufen, den Roman. Aber ich dachte, das kannst du dir auch so holen von ihr. Du triffst sie ja permanent bei Dieter Nuhr. Deswegen habe ich die liest es mir privat vor. Lange Rede, kurzer Sinn. Herzlichen Glückwunsch auch von mir, mein lieber Florian. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Ich öffne das Geschenk. Ja. Hast du auch immer diese Hemmung bei Geschenken, das Papier nicht kaputt zu machen? Ich kriege keine Geschenke. Nur Papier. Ja? Ja, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn man das jetzt so aufreißt. Reiß auf, komm, das hat eh eine Oma. Ich bin groß geworden mit Menschen um mich rum, die gesagt haben, jetzt habe ich das so schön verpackt. Und guck mal, wie du das aufreißt, so herzlos. Oh, die schöne Verpackung. Und seitdem habe ich mir angewöhnt, das ganz vorsichtig zu machen. Dann lass dir noch ein bisschen Zeit, dann kann ich noch was erklären. Letztes Mal, da gab es ja sehr viele Videos im Internet, die verbreitet wurden. Der Inhalt ist ja egal, nur wir sahen wirklich beide super scheiße aus. Und ich möchte den Grund erklären. Zeig's bitte in die Kamera. Sergei Rudenko, Selenskyj, eine politische Biografie. Ja, das ist natürlich ein ambivalentes Geschenk, aber so kenne ich dich. Fanboy. Willst du, dass ich Nachhilfe nehme? Nee, ich dachte, das könnte dir nützlich sein. Das ist ja, also wir reden ja oft drüber und vielleicht weißt du dann auch, worüber du redest. Arschloch. Woffen, woffen, woffen. Genau. Jedenfalls, wir sahen scheiße aus letztes Mal. Ich muss das jetzt erklären. Wir sehen nicht von Natur, also ich heute mal wieder von Natur aus scheiße aus, aber er sieht eigentlich viel besser aus als im Bild. Letztes Mal waren es hier gefühlte 55 Grad. Mehr. Also es war wirklich wie in der Sauna. Und es war einfach nur knallheiß. Ich hatte eine rote Rübe. Alle haben geschrieben, du musst zum Arzt, du hast Bluthochdruck. Du sahst irgendwie kreidebleich aus. Ich hoffe, heute sehen wir ein bisschen besser aus. Heute ist aber auch für euch ein bisschen erträglicher, oder? Wunderbar. So. Beim letzten Mal war es wirklich Hölle. Und ich habe dann ja am Anfang, und auch das habe ich mir für heute vorgenommen, nicht zu tun, meine Schuhe auszuziehen. Ne? Auch ganz gemein. Ganz gemein. Ich habe gesagt, ach, so heiß. Und wir hatten noch irgendwie die Idee, ich könnte mich im Laufe des Abends komplett ausziehen. Ja, und dann habe ich mit den Schuhen angefangen, das aber dann nicht weiter gemacht. Und dann hatte ich mich hier so hingesetzt, so entspannt, im zweiten Teil die Füße hochgelegt. Und dann kam der Ukraine-Part. Ne? Und dann habe ich unter den ganzen Videos gelesen, Schröder, das dumme Arschloch, setzt sich hin und ich muss seine hässliche Füße ertragen. Das war eigentlich das Einzige. Der Inhalt war uninteressant, aber es waren die nackten Füße interessant. Das ist ein bisschen wie früher bei Oma, wenn man so im Fernsehen auftrat und die ersten Auftritte hatte als junger Künstler, die eigene Familie hat es gesehen und der einzige Kommentar war, aber die Klamotten, Junge, die Klamotten, wie sahst du denn aus? Und ne, genau so. Und du hast, ja, aber worüber habe ich denn gesprochen? Weiß ich nicht mehr, aber wie du ausgesehen hast. Ja, es ist bei mir immer noch so. Und ja,
Wundert mich. Ja, ich habe echt überlegt, also ich war heute kurz davor, auch einen Anzug anzuziehen, aber ich war gestern noch bei SternTV und hatte da einen Sakko an und sah sehr anständig aus. Und ja? Als Kontrapunkt heute wollte ich ganz normal sein. Dafür kann ich dann die feineren Dinge sagen und du kannst wieder ganz vulgär sein. Wie immer. Du wolltest ja... Perfekte Tarnung. Ja, ja, absolut. Und du wolltest heute dich nicht schön machen, aber für SternTV machst du dich schön. Da bin ich ein bisschen eifersüchtig. Mittlerweile, ja. Ich habe da immer mit gefremdelt. Ich fremdel sowieso ein bisschen, weil gestern haben wir über das Sommerhaus der Stars gesprochen. Mm. Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ach, da wollte ich heute mit dir drüber reden. Werden da als Stars bezeichnet. Ich glaube, mittlerweile reicht es, so Dritter bei irgendeinem anderen Format gewesen zu sein, um dann Star zu werden. Und dann lässt man sich einsperren, beliebigerweise in irgendein Hotel oder Haus oder Keller oder Urwald, um sich zu streiten mit anderen, die genauso asozial sind wie man selbst. Und daraus macht RTL Quote und das sollte ich kommentieren. Und ich dachte so, was kann ich Besseres sagen, als das ist Ausbeutung. Und die waren, glaube ich, ein bisschen sauer. Nee. Doch, anders als Radio 1, die ja ein sehr dickes Fell haben, ist RTL da sehr dünnhäutig. Ja, RTL ist sehr humorvoll. Habe ich dummhäutig oder dünnhäutig gesagt? Egal. Ist egal, stimmt beides. Ja. Ja, RTL ist natürlich ist auch auf Gewinn angewiesen und auf Geld. RTL muss das Geld verdienen, wir beim RBB, wir haben es. Also die Intendantin. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh das Gott. Das ist der Unterschied. Ja. Was ist eigentlich aus unserer Bewerbung geworden? Wir hatten doch dazu aufgerufen, uns vorzuschlagen als Intendanten, als Doppelspitze. Ja, aber wir wollen ja nicht Interimsintendant werden. Es ist jetzt nur eine Interimsintendantin gewählt. Oh, oh, das sind die Russen. Der Hubschrauber? Das ist Russland. Das muss man für die Zuschauer zu Hause vor YouTube, ach nein, da sagt man nicht mehr, das muss man jetzt für die Leute mit Schaum vor Mund vor YouTube erklären. Das ist hier, hier ist gerade ein Hubschrauber zu hören. Der aber so in Zeitlupe fliegt, ne? Ja. So wie ein Apache-Hubschrauber. Kurz bevor Bin Laden erschossen wird. Der fliegt wirklich sehr langsam und ich fürchte... Ich glaube, der fliegt auch über, der steht über uns. Das ist der Terroranschlag. Oh shit, nee, Terror? Ja. Ach ja, Russland ist ja Terror, stimmt. Der hat ihn geplant. Ja, immer Putin. Ja, natürlich. Woffen, oder? Woffen, woffen. Oder? Man weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gelesen. Vielleicht war es auch er. Nächstes Mal weiß ich mehr. Aber wo waren wir stehen geblieben? Ja, ist der Begriff Star. Dazu wollte ich noch was sagen. Ich finde, seit Jahren wird dieser Begriff komplett instrumentalisiert. Also ständig hört man, dass irgendjemand Star ist. Als ich noch beim unseriösen Radio war früher, ich war mal bei einer anderen Radiowelle, ich möchte sie nicht nennen, aber SWR. Sie ist im Süden und der SWR. Und es gab eine Radiowelle, also es gab die drei Buchstaben kamen, glaube ich, vor und eine Zahl. Ich glaube drei. Und da war ich bei diesem Radiosender und da war es so, dass man sagte, wir spielen die neue Musik spielen wir gar nicht, weil unsere Hörer kennen ja die neue Musik nicht. Das war immer die Ausrede. Klassisches Formatradio-Argument, wir spielen es nicht, weil wenn es neu ist, schaltet unser Hörer weg. Aber die haben doch das New Pop Festival. Genau, jetzt pass auf, das war genau das der Trick. Das ist aber Lies Aldin ist das Newste an Pop. Exakt. Und dann hat man gesagt, wir spielen die neuen Hits dann, wenn sie in den Top 20 der deutschen Charts angekommen sind. Und man weiß, wenn du in den Top 20 der deutschen Charts angekommen bist, dann bist du eigentlich schon halb tot. Weil bis man hier was anerkennt und in die Charts bringt, dauert es ewig. Und dann hat SWR 3 die Songs gespielt und sie als neue Hits verkauft. Das heißt, das, was eigentlich schon wieder alt war, weil es längst bei jedem Idioten angekommen war, hat man dann den letzten Deppen in Bayersbronn und in hinter Ödesheim als neue Musik verkauft. So hat man das geframed, wie man heute sagt. Mhm. Und dann hat man gesagt, das ist jetzt ein Star. Und dann, 5 Jahre nach dem Hit, kam man dann zum New Pop Festival in Baden-Baden. Mhm. Und New Pop und Baden-Baden sind drei Widersprüche in einem Satz. Wirklich. Ja, das stimmt. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich Baden-Baden hasse? Nee, hast du noch nicht. Nee? Nee, hast du Baden-Baden? Ich hasse Baden-Baden. Warum? Das ist Warum? Die schlimmste Stadt, in der ich jemals sein muss. Warum? Das ist doch schön, das römisch-irische Bad. Grauenhaft. Warst du schon mal im römisch-irischen Bad? Ja, natürlich. Seifenbürstenmassage? Das Geld hatte ich nicht. Oh, come on, 39 Euro. Das hatte ich damals nicht. 39 Euro, das ist ein Sekundenlohn für Pamela Schlesinger. In diesen Kategorien rechnete ich damals nicht. Nein, ich war da zum Arbeiten und es war fürchterlich. Na gut, arbeiten in Baden-Baden ist natürlich auch scheiße. Wenn du da mehr als Kurstadt, ja, ist ja keine Arbeitsstadt. Wenn du da 3 Tage und mehr am Stück bist, das ist die absolute Pest. Und es ist es sind nur Rentner da. Ihr ja auch.
Viele auf jeden Fall. Ich habe vorhin gerade noch, im Taxi hier hin einen Bus. Das war jetzt aber Rentner-Shaming, ne? Ja, das ist egal. Also warum sind Rentner buh? Also Rentner sind doch nette Leute. Ja, total. Aber außer in Baden-Baden, da sind sie schlimm. Das sind russische Rentner dann auch oft, ne? Gerade wollte ich sagen, in Baden-Baden damals zumindest waren russische Rentner. Heute sind es vielleicht auch ukrainische, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber vielleicht treffen jetzt in Baden-Baden junge Ukrainerinnen und Ukrainer, die zu uns geflüchtet sind, auf alte Russen, die dort Rentner sind. Ob das gut geht, das müsste man mal recherchieren. Da könnte man eine große Geschichte drüber machen. Ja. Aber ist keiner da bei SWR 3. Baden-Baden habe ich noch nie gespielt. Wo hast du denn da gespielt? Kurhaus. Ah, okay. Ja. Aber auftreten, da ist nicht schlimm. Ich habe ja da bei SWR 3 gearbeitet. Ich war da 2 Wochen im Monat und du stirbst da. Es sind nur Leute da, die beim SWR in Baden-Baden auf dem Fremersberg arbeiten. Und man muss sagen, das Funkhaus des SWR ist so weit oben angesiedelt, wie Patricia Schlesinger nie war. Ja, also das ist auf dem Berg und Patricia Schlesinger fühlte sich nur wie auf dem Berg, aber da fährst du wirklich kilometerweit auf dem Berg hoch, dann kommt nichts mehr und dann kommt ein riesiges Sendezentrum, in dem der SWR ist. Und dort musste ich moderieren, da bin ich jeden Morgen dahin gefahren und habe in so einer kleinen Bude in der Straße in der Nähe des Funkhauses gewohnt, weil ich ja keinen Führerschein hatte, damit ich da morgens zur Arbeit laufen konnte. Und dann warst du den Tag über in Baden-Baden, saßt in diesen Cafés, es war tot, es war einfach kein Mensch da, nur Mitarbeiter des SWR, die sich untereinander alle fortgepflanzt haben, weil es sonst niemanden gab. Ansonsten, ich glaube, irgendwie Hubert Burda hatte da noch was, 2, 3 Tennisstars und ansonsten Russen. Und ansonsten niemand da. Du gehst ein, du stirbst. Es ist wirklich schlimm. Ich fand es so schlimm. Mhm. Ich habe diese Stadt und es ist so, dass du, und dann der Dialekt, wo ich die Leute schwätze, okay. Alles so. Wo ich sage, den ganzen Tag nur Leute, haben sie heute schon was, schon beim Dienst? Haben sie schon geschafft heute? Und dann sagt sie, ja, ich habe schon gearbeitet. Aha, schaffst du aber SWR? Sagt sie, ja, genau. Was machen sie da? Sind sie an der Pforte? Nee, ich moderiere da. Ja, das macht jeder Zweite, gell? Ja, stimmt. Ja. Wo war das? Damals. Ich finde dieses Pamela Schleswig-Bashing irgendwie. Manuela Schlesinger, so, oder? Ja, weil es gibt doch auch noch andere Arschlöcher. Also, man muss ja nicht immer sie. Also, es gibt doch viele andere. Oder? Hast du das Bild von ihr gesehen in der Zeit? Ja, sehr, sehr schön. Sensationell, sehr oder? Sie schön. Hat ein großes Interview in der Zeit gegeben, unsere frühere... Mit einem falschen Filter drauf, oder? Die war so kackbraun im Gesicht. Nee, das war nicht der Punkt. Sie hat wirklich, sie hat ein langes Interview im Wirtschaftsteil der Zeit. Im Wirtschaftsteil. Ja, aber ist doch klar, warum. Natürlich, damit ja, die logisch. Leute mal lernen, wie man richtig Geld macht. Genau, ja klar. Also Wirtschaftsteil würde ich hier föttern, nö. Föttern nicht, Politik auch nicht. Ne? Wirtschaft ist gut, ne? Da sagen Wirtschaftsredakteure geil, weil viele Wirtschaftsjournalisten sagen ja bei so einem Beispiel wie Schlesinger geil. Eigentlich geil gemacht, jetzt raus, aber egal, jetzt von guten Anwälten vertreten wird schon, da machen wir mal ein Interview. Das ist so die Faszination des Bösen, die da durchschlägt bei vielen Journalistinnen und Journalisten der Zeit. Du genderst? Nur, wenn ich über die Zeit spreche. Okay. Sonst nicht. Aber da ist es mir persönlich wichtig. Und dann gab es dieses Interview und die Schlagzeile, und das war das Geilste, die Schlagzeile war von Pamela Schlesinger, wie wir sie nennen, ich habe die Wut der Leute unterschätzt. Und dann sahst du ein großes Bild von ihr, wie sie wirklich da ist, so. Und sie sieht wirklich aus wie, meine Mutter hätte gesagt, der ist ein Vamp, der ist ein richtiger Vamp. Ne? Ja, ja. So, hätte meine Mutter gesagt. Ja. Aber ich habe zuerst das Foto gesehen und habe gedacht, wow, Artemis beschäftigt jetzt auch ältere Frauen. Sehr gut. Ja. Jetzt haben wir zweimal schon justiziable Aussagen gemacht. Ja, also ich habe direkt von Arschlöchern gesprochen, du jetzt direkt sogar von der Prostituierten. Wir sollten das aufklären, wir sind Satiriker. Absolut, das ist, nur nebenbei, das ist Satire. Also das ist Satire und deswegen können wir es auch nochmal wiederholen. Arschloch, Artemis, ja. Steht. Wir können auch nochmal einen draufsetzen. Es gab ja mal Gerüchte über eine Frau, die dann, und das, jetzt dürfen wir es wirklich nicht sagen, die hat gerichtlich untersagt, dass das Gerücht über sie verbreitet wird, dass sie einst im Artemis gearbeitet hat. Ach, ja. Aber man darf es wirklich nicht sagen, weil es ist verboten, das zu sagen. Und, da kommen ja nicht viele in Frage. Also. Ich sag mal, wie kann man es sagen? Ich versuche mal. Machen wir ein Ratespiel. Ich muss raten, wer es war. Ja, okay. Genau. Pass auf, also sie soll im Artemis gearbeitet haben, aber nicht an der Pforte. Hat sie nicht. Hat sie nicht. An der anderen Pforte. Ja, genau. Okay. Das Gerücht war also, dass sie an der Pforte im Artemis gearbeitet hat, weil Frauen werden im Artemis grundsätzlich nur in höheren Positionen eingesetzt. Das wissen wir seit Layla, diesem Sommerhit, ja, wo ja auch die Puffmutter
nicht die Prostituierte, sondern so. Gib mal einen Tipp, ich muss raten. Also erstmal eine Frau, das wissen wir schon. Ja. Ne? Weißt du wirklich nicht? Also, es gab das Gerücht. Showbusiness? Es gab das Gerücht um eine prominente Frau. Wenn du darfst nur Ja und Nein sagen, okay. Ist doch besser. Showbusiness? Ja, das ist bei ihr die Frage. Wenn wir es nachher auflösen, wird es umso lustiger. Also, dann scrollen die Leute zurück und die Klickzeit wird verlängert, weil die Leute wollen dann nochmal hören, was die Hinweise waren. Also ja, Showbusiness, aber man weiß es nicht. Aber man kennt sie aus dem Fernsehen. Ja. Sie ist Deutsche? Ja. Dunkle Haare? Nein. Blonde Haare? Ja. Okay, also sie ist nicht nur aus dem Showbusiness, sondern hat auch eine Querverbindung zur Politik? Ja. Ah, okay, blond Politik. Sie ist Mitglied einer Partei? Da bin ich gar nicht sicher, weil sie in dieser, also wenn, dann hat sie in dieser Partei nicht offiziell operiert. Aber Politik? Ja, also... Also sie hat eine Verbindung zur Politik, ist aber nicht in der Politik tätig. Klassisches politisches Umfeld. Journalistin? Nein. Auch nicht. Klassisches politisches Umfeld. Obwohl Journalistin, glaube ich von der Ausbildung her nicht. Also gleich als Hinweis, es ist nicht Doris Schröder-Köpf. Also sie kommt, ich kenne sie aus dem Fernsehen. Sie ist nicht Politikerin, sie ist aber aus dem Umfeld der Politik und sie ist nicht Journalistin. Nein, also mindestens wüsste ich es nicht. Okay, sie ist um die 40? Nein, älter. 50? Ich glaube mittlerweile auch älter, weil es ist alles schon ein paar Jahre her. Deswegen weißt du es wahrscheinlich nicht mehr. Können wir kurz unterbrechen? Ein Tipp, ja? Nein, kein Tipp. Ich möchte nur wissen, ob im Publikum jemand weiß, um wen es geht. Du weißt oder es? Ob ihr es auch nicht wisst. Bitte auf keinen Fall den Namen sagen. Bitte nur einmal applaudieren, wenn ihr wisst, wenn ihr wirklich wisst, um wen es geht. Uiuiui, ja? Uiuiui. Okay. Und für die Leute, die es nachher sehen, schreibt es bitte in die Kommentare. Genau. An dieser Stelle hier unten. Da in die Kommentare und wenn ihr uns abonniert, hier oben klicken. Muss man heutzutage machen. Und lasst uns bitte ein Like da. Klickt hier oben und dann, gleich kommt mein nächstes Video, gleich. Genau. Also, Frau um die 50, nicht Journalistin, älter. Hat Nein. was mit Politik. Sie ist bekannt geworden, weil sie mit einem Politiker etwas zu tun hat. Ja. Aha, sie war also die Frau eines Politikers. Ja, exakt, eines Politikers und später nicht mehr Politiker. Okay, es war aber nicht Doris Schröder-Köpf. Nein. Okay, welche Frau eines Politikers könnte im Artemis arbeiten? Gearbeitet haben, bitte. War der Politiker ein SPD-Politiker? Nein. CDU? Auch nicht? Doch. Es war ein CDU-Politiker. Ja. Ein Minister? Ganz kurz zwischendurch. Ah, ich weiß, wer es war. Was? Ich weiß, wer es war. Ich hab's. Ganz kurz zwischendurch, der war Bundespräsident. Das Gerücht stimmt nicht, über das wir hier sprechen. Es ist nachgewiesen, dass es nicht stimmt. Und man darf es auch nicht mehr sagen, okay, dass es auch nur ein Gerücht war. Geschweige denn, darf man den Namen sagen. Aber wir wissen, es ist die Frau oder war vielleicht auch die Frau. Von Karl Carstens. Bitte? Von Karl Carstens. Fast, ja. Mach Gott, Carstens, die Frau des Bundespräsidenten. Genau, da war es. Okay, wir wissen, wer es war. Wir dürfen es aber nicht sagen. Wir dürfen es nicht sagen. Man könnte darauf kommen. Man könnte auch. Sollen wir noch einen Hinweis geben? Nö. Nicht auf Sie, auf ihn. Ja, aber die Leute können ja auch im Artemis anrufen. Ja. Und zwar in dem Dialekt, den du eben nachgemacht hast. Hallo, ich hätte gerne Frau. Und zwar die Selle, Ex vom Bundespräsidenten. Genau, Selle, wo man mit dem Bundespräsidenten was gehabt hätte. Der schaut... Bums-Präsident wäre auch besser dann. Bums-Präsident. Wie gesagt, es ist justiziabel, den Namen zu nennen. Wir können es leider nicht tun. Nein, wir sagen es jetzt auch nicht. Ja. Aber was wäre denn noch alles justiziabel? Wir könnten noch Hinweise geben. Nee. Jetzt ist deutlich. Hast du eigentlich am Freitag die Sendung moderiert eigentlich Bettina Böttinger noch den Kölner Treff? Ja, guter Hinweis. Ich bin gar nicht sicher. Es hätte ja auch die Frau von Alice Weidel sein können, ne? Ja, das wäre schwierig. Aber die ist Sri Lankanerin, kann nicht blond sein. Ich mag den Kölner Treff lieber, wenn Bettina Böttinger moderiert, weil darüber wollte ich ja eigentlich mit dir reden. Bettina Böttinger, ist das nicht auch justiziabel, allein den Namen zu sagen? Nein, nur wenn man irgendeinen Witz mit Klobrille macht. Ah, weil ich habe auch immer ganz schlechte Gedanken, wenn ich Bettina Böttinger nur ausspreche. Ja? Ich schäme mich dann stellvertretend für die Gedanken präventiv. Also ich habe vorauseilender Gehorsam für das, was ich denke, wenn ich nur den Namen höre. Ah, okay. Ist ganz mies. Ah, verstehe. Ist ganz viel sexistisches Zeug dabei. Ich würde gerne für die YouTube-Zuschauer, die es immer noch nicht verstanden haben, um wen es geht, noch einen Hinweis geben. Mach. Und zwar, ich mache eine Geste.
Was gibst du da sonst? Bist du doch nicht bei mir zu Hause. Ja, aber was ist, welche Geste denn sonst? Worüber reden wir denn über das Artemis? Du hast angefangen. Ich wollte doch nicht so eine Geste. Nachher bei Robert Skopin, das eben wieder ich wäre es gewesen. Du fängst mit diesem schmutzigen Zeug an. Du hast Artemis gesagt. Du kannst doch die Fresse nicht halten und machst den Elfmeter am Ende rein. Ich habe nur so gemacht. Ja, natürlich. Das ist doch ein Ausdruck des Zweifels. Was machen jetzt... I don't know. Was machen What jetzt? Do you mean? I don't know. Can you tell me where the Bundeskanzleramt is? Also im RBB. Du Bier. Im RBB kennt man das nur als das Geld muss raus, das Geld muss raus, das Geld muss raus. Öffentlich-rechtliche Ejakulation. Ja. So, schnell weiter. Du Richtig. Wolltest noch einen Tipp geben. Hm. Ja. Ist das der Tipp? Hm? Ja. Okay, guter Tipp. Einen letzten geben wir noch. So, komm, lass uns anfangen. Man weiß noch nicht, ist es der oder war es die Jürgen Trittin-Parodie? Stimmt, die sind aber auch aus demselben Bundesland. Letzter Tipp. Ja. Okay. Hast du mitgetrauert um den Tod der Queen? Nein. Warum? Wegen Kolonialgeschichte? Wegen Corona und Krieg. Okay, du warst einfach bedient, du hast keinen Bock mehr zu trauern. Ich kann das nicht mehr. Wirklich nicht, warst nicht traurig? Warst du nicht auch einer von denen, die gesagt haben, ein Stück Geschichte geht zu Ende oder so? Nein, soll ich dir ehrlich sagen? Ja, ich will ehrlich. Nein, ich kann da nicht trauern. Ich kann diese Ferntrauerei auch nicht ausstehen. Ferntrauerei, schönes Wort. Ich hasse das. Das Wort oder die Ferntrauerei? Das Wort ist jetzt toll, weil es für mich. Ich finde es schön, ich finde es sehr schön. Also Anteilnahme für jemanden, den man gar nicht kennt. Ja. Ich lasse jedem seine Trauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, so formuliere ich es in meinem neuen Format bei Bibel TV, aber... Das gucke ich übrigens sehr gerne. Ja, ich als Moslem, ich fühle mich da immer, als hätte ich mich eingeschlichen in die Kirche. Das ist total geil. Hier und dann immer so vorm Fernseher. Über Wölki müssen wir auch noch reden. Ich gucke im Wechsel immer Bibel TV und Astro TV. Bei den ersten fragen ist Sie sich... Ist eigentlich ziemlich verwandt, oder? Ja, natürlich. Bei den ersten fragen Sie sich, was wird kommen. Bei den zweiten fragen Sie sich, was darf kommen. Ne? Und wer darf kommen? Das ist Astro TV. Ist das eigentlich bei Was bin ich früher? Machen Sie eine typische Handbewegung. Wäre das durchgegangen für eine Frau, die im Artemis arbeitet? Ja, absolut. Okay. Wenn sie vorher gestolpert wäre. Den habe ich nicht verstanden. Mit Ihrem Mann. Ach, das war wieder ein Hinweis. Ja, ja. Also es ist aber lang genug her, so lange gucken die Juristen nicht. Bald können wir noch einen Hinweis geben. Ferntrauer, ich weiß, was du meinst. Ich war jetzt auch nicht traurig, aber ich war erstaunt, wie emotional beide, also es gab ja wieder sofort zwei Lager, wie heutzutage üblich, würde ich übrigens sehr, sehr gerne mit dir in der zweiten Hälfte drüber sprechen. Auch wenn es redundant ist, haben wir schon oft drüber gesprochen, aber die Spaltung wird ja immer schlimmer. Wir haben noch vor einem halben Jahr gesagt, es ist schon total schlimm, gibt nur noch Schwarz und Weiß, aber mittlerweile gibt es ja noch nicht mal Farben. Es geht sofort los. Ja! Und auch zum Beispiel, wenn man solche Gesten macht, die auf Pamela Schlesinger hindeuten. Auf Pamela Schlesinger? Mhm. Auf Pamela, nicht Patricia. Gut, dann ist wieder was anderes. Ja. Aber ich war dann auch erstaunt, dass selbst bei so einem Thema, wo man sagt, ey, halt doch jetzt mal einen Ball flach, ist eine 96-jährige Frau gestorben. Also ich bin grundsätzlich nicht so ferntraurig, aber wenn ein Mensch stirbt, selbst wenn er Osama Bin Laden heißt, dann besitze ich die Pietät, das nicht negativ zu kommentieren. Mhm. Ich finde es einfach billig, dann irgendwie so draufzuhauen. Mhm. Und es ist echt egal, was er vorher ist. Ich sag's jetzt mal ganz schlimm, selbst bei Adolf Hitler hätte ich mich nicht gefreut. Also wenn ein Mensch stirbt, stirbt ein Mensch. Und das hat für sich eine Tragik. Und ob ich politisch oder sonst was eine Meinung dazu habe und vielleicht ganz viele Jahre später diese Meinung irgendwo äußere, das ist was anderes. Aber das zu benutzen und sich draufzusetzen, um dann eine Kampagne zu starten, die eigentlich nichts mit einem selbst zu tun hat, das haben ja wirklich auch viele gemacht, die nicht unmittelbar mit der Kolonialgeschichte in Berührung stehen, das finde ich dann ein bisschen zu heftig. Mhm. Also, wie ist das bei dir? Gibt es sowas wie Pietät überhaupt heute? Ja, glaube ich schon. Also, mich hat das, also ich, wie gesagt, ich respektiere das ernsthaft, wenn man jetzt zur Queen so ein emotionales Verhältnis hatte, dass man dann in nicht nur in Staatstrauer, sondern auch in persönliche Trauer verfällt. Das darf auch gerne jeder tun und das bleibt ihm auch überlassen. Ich persönlich habe grundsätzlich dieses Problem, dass ich dann sehe, es stirbt jetzt jemand, der prominent ist oder der
sehr weit weg ist und mit dem man vielleicht auch viel verbunden hat. Und das darf man ja mit der Queen. Und ich verstehe auch, dass man, dass die Queen eine herausragende Person war und dass sie eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich kann das alles anerkennen und dass sie eine große historische Zeit überblickt hat und dass sie dieses Amt der Königin hervorragend repräsentiert hat, fast so gerade ideal. Alles respektiere ich. Und trotzdem, ich weiß es nicht, mich überfällt ein kalter Schauer immer, wenn ich dann sehe, wie viel dann geweint wird, auch öffentlich, weil ich dann immer denke, ich im tiefsten Innern finde ich es verlogen. Ne? Das sehe ich auch so. Soll ich es ehrlich sagen? Ja, bitte. Sentimentalität, die mich ankotzt. Ja, weil ich immer das Gefühl habe, es spaltet sich auf in Sentimentalisten, die völlig empathiefrei sind, aber auf Befehl weinen, sobald irgendeiner stirbt, den sie heilig gesprochen haben. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass ich die öffentliche Anteilnahme genauso verlogen finde wie das öffentliche Anklagen. Also ich finde, es ist in so einem Moment einfach nicht der Zeitpunkt, sich zu äußern, sondern wenn ich mit dieser Person nichts zu tun habe, halte ich die Schnauze. Ja, finde ich auch. Und ich finde auch diesen Begriff Mitgefühl zum Beispiel, ne, der trifft ja einen sehr engen Raum. Also ich kann nicht Mitgefühl haben mit jemandem, der in der Ferne stirbt. Ich kann das tragisch finden, ich kann das schrecklich finden, wenn ein Terroranschlag passiert. Oder wenn die Queen gestorben ist, weil sie mir viel bedeutet. Dann kann ich auch sagen, ach, wie schade, dass sie weg ist und was habe ich eigentlich mit ihr verbunden. Aber ich kann Mitgefühl und wirklich trauern, kann ich ja nur im allerengsten Kreis. Da kann ich Mitgefühl haben. Und alles andere ist in einer Außenwelt, in der ich auch Gefühle haben kann, aber dann diese Instrumentalisierung des Mitgefühls, so, also ein hochwertvoller Begriff, den ich an einem Platz haben möchte, wo er hingehört, aber nicht alles ist mit Mitgefühl und dann wird Mitgefühl aber verwechselt mit so einer übergriffigen, ach, ist das schrecklich und ach, was da passiert und ich kann gar nicht mehr schlafen. Doch, kannst du. Also, und meistens sind es die empathielosesten Schweine, die dann heulen, wenn irgendein Prominenter gestorben ist. Das ist meine Wahrnehmung und das finde ich ist jetzt konträr zum Zeitgeist, aber genau deshalb sitzen wir hier. Nee, ich finde das überhaupt nicht konträr. Ich glaube, dass das viele auch so empfinden. Aber lass uns doch mal versuchen zu ergründen, woher das kommt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, dass dieses kollektive Erleben, was wir ja gerade sehr wahrnehmen, dass das sehr viel mit der Vereinsamung auch zu tun hat, dass das eine Gegenreaktion ist auf die Vereinsamung, die wir erleben, die dadurch entsteht, dass wir uns immer mehr in virtuellen Räumen begegnen. Und wenn man sich das vorstellt, wie das gewesen wäre vor 50 Jahren, als es das Internet noch nicht gab, ich glaube, da hätte es auch diese Welle nicht gegeben. Da hätte jeder für sich entschieden, ob er das traurig findet oder nicht. Und heute, wo man sehr schnell connected ist, bringt das sofort so eine Wellenbewegung von Reaktion mit sich. Und das spornt dann wiederum andere Leute an, weil es in irgendeiner Form vielleicht ihrem Image entgegenkommt oder sie so tun wollen, als ob, oder weil sie auch vielleicht wirklich in der öffentlichen Trauer irgendetwas empfinden. Aber ich finde es sehr künstlich, weil es eben tatsächlich keine Berührung zu mir hat, obwohl ich natürlich verstehen kann, und deswegen sage ich, ich würde die Schnauze halten, dass es traurig ist. Also für die Angehörigen ist das genauso traurig, wie wenn die Oma von XYZ stirbt. Genau. Aber da interessiert es mich nicht, weil ich die Oma nicht kenne und nicht so süße Kleider trägt und eine Krone auf dem Kopf hat. Während das dann zu so einer symbolischen Sache wird, auch okay. Also ich finde es auch okay, symbolisch zu trauern und vielleicht dieses Gefühl nachempfinden zu können. Aber dann nicht in der Öffentlichkeit, weil da ist für mich ein Punkt, den ich nicht verstehe. Ich verstehe den Mehrwert nicht des Verbündens in dem Moment, wo man eigentlich etwas für sich empfinden kann, ohne es mitteilen zu müssen. Mhm. Aber was ist diese große Trauer jetzt bei der Queen auf einer allgemeineren Ebene? Ich meine, das ist eine Frau, die ein, man sagt, biblisches Alter erreicht hat, 96 Jahre. Und das ist natürlich auch eine Person, die viele, viele Generationen geprägt hat und die tatsächlich vielleicht auch eine der letzten Figuren weltweit ist, die eine historische Spanne überblickt, auch als Beobachterin überblickt, miterlebt hat, was es immer seltener gibt. Ne? Also auf der einen Seite werden wir zwar immer älter und es gibt immer mehr ältere Menschen, aber Orientierungspunkte von Menschen, die noch wirklich biologische Verbindungen zu anderen Zeitaltern hatten, fallen weg. Und ich glaube, dass es eine Sehnsucht fast nach einer Überzeitlichkeit ist, nach einer Person, die auf der einen Seite sehr besonnen agiert, also das, was wir uns so häufig wünschen, die sich eben nicht gemein macht mit der aktuellen allgemeinen Dynamik, der virtuellen Dynamik, der Empörungsdynamik, sondern die auch in einem Raum schwebt,
der über den Dingen ist, ne? Der über dem Realen ist, über dem Klein-Klein, über der politischen Wirklichkeit, auch über der Wirklichkeit der Menschen. Damit wird sie zum einen ein Idealbild, das man idealisieren kann, aber zugleich wird sie ein wichtiger Orientierungspunkt als jemand, dem man scheinbar, egal wie fern er ist, vertrauen kann. Und egal, ob dieses Vertrauen real ist oder nicht, oder ob es an Platz ist oder nicht, glaube ich, dass das ein ganz entscheidendes Moment für diese Verehrung darstellt, dass diese Figur, die in einem Raum agiert, der nicht korrumpiert ist oder nicht korrumpiert zu sein scheint, auch aufgrund ihres Handelns, einer ist, den wir uns wünschen. Gerade in einer Zeit, in der man sehr stark das Gefühl hat, es wird aus bestimmten Interessen heraus agiert oder gesprochen, oder es werden Menschen auf der anderen Seite in Schubladen verbannt, und plötzlich ist da jemand, der fast schon in einem transzendentalen Raum agiert und der auch Projektionsfläche für alle Fantasien ist, die wir haben an einen idealen Menschen oder einen idealen Staatenlenker oder jemanden, der über all denen steht, die im Klein-Klein immer mehr enttäuschen. Und in Großbritannien weiß man spätestens seit Boris Johnson, was es heißt, im Klein-Klein enttäuscht zu werden. Ja, ich glaube, es sind mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Und es gibt ja jetzt diese eine Seite, die wir beschreiben, wo wir uns einig sind. Und es gibt auch die andere Seite, wo ich denke, dass wir uns auch einig sein können, nämlich das nicht nur zum Anlass zu nehmen für eine übertriebene oder verlogene Anteilnahme, sondern es auch zum Anlass zu nehmen, um darauf eine Debatte zu eröffnen, die eigentlich schon viel länger geführt wird und viel heftiger geführt werden kann, wenn man ihr auf den Grund geht. Und das ist etwas, was ich sehr kontraproduktiv finde, weil es dem eigentlichen Anliegen derer, die diese Debatte führen wollen, schadet, weil es diese Debatte oberflächlich macht und auch viel zu vergänglich. Und wenn wir jetzt das genauer thematisieren, es geht um Kolonialismus, es geht um den Commonwealth, es geht um den Imperialismus, der vom britischen Königreich seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten ausgeht. Und natürlich ist das in dieser Symbolfigur, kann man das festmachen an ihr und sagen, ich trauere nicht um diese Frau, weil sie hat sehr viel auf dem Gewissen, also kriegt sie es von mir zurück, indem ich das jetzt ignoriere oder über die Grenze gehe und mich ihr gegenüber pietätlos verhalte. Da bin ich sehr christlich, obwohl ich kein Christ bin. Ich vergelte nicht Gleiches mit Gleichem. Und ich gehe lieber mit gutem Beispiel voran und zeige den Menschen, die ich anklage, dass ich es besser machen kann, als dass ich es ihnen nacheifere. Und ich finde das sehr, sehr schade, gerade in vielen anderen Diskussionen, auch die wir heute führen, und wir werden heute sicher auch noch über Winnetou sprechen und über andere Dinge, dass dieses Destillat, was sich aus vielen Diskussionen rausfiltert an Wut und an sehr prägnanter Echauffage, meistens dazu führt, dass diese Diskussionen ganz haarsträubend am Ziel vorbeigehen und man sich wirklich darüber ärgert, dass die Menschen, die diese Anteilnahme wirklich brauchen, in diesem Moment schlicht und einfach verarscht werden, weil sie Mittel zum Zweck sind, weil Menschen, die wirklich Anteilnahme brauchen, Menschen, die von unserer Toleranz leben, Menschen, die wir achten müssen, die unseren Respekt brauchen, eben nicht in solchen Kurzzeitdiskussionen abgehandelt werden können, die auf Twitter stattfinden in 180 Zeilen, sondern die brauchen aus meiner Sicht ein ganz ausdauerndes Engagement. Und die brauchen eine Aufmerksamkeit. Und das muss vielleicht auch manchmal festgemacht werden an Anlässen. Aber wenn die Anlässe profan sind und wenn sie einfach so daherkommen und jeder schnappt sich den Anlass und dann vergisst er ihn beim nächsten Shitstorm wieder, dann ist das, was ich kontraproduktiv meine, der Fall. Und deswegen, für mich war das genauso wie für dich. Und deswegen habe ich auch für mich beschlossen, das öffentlich nicht zu kommentieren. Ist das hier öffentlich? Nein, nur um den Analytikern, die ja auf der Lauer liegen, um uns zu sezieren, klarzumachen, dass wir auch Fehler machen. Und das war jetzt vielleicht ein Fehler, viel zu lange darüber zu sprechen. Aber eigentlich meine ich ja damit den Mechanismus und nicht diese Geschichte um Queen oder King oder was auch immer. Und letztes Ding, was ich auch festgestellt habe, oder zwei Dinge, die ich noch festgestellt habe, die auch mitschwingen, ist zum einen diese Sehnsucht nach Tradition, die ja bei Menschen offensichtlich sehr viel bewirkt. Also wenn man diese Zeremonie sieht, wie King Charles gekrönt wird, wie alles so ganz fein nach Prozedere abläuft und
und dann sich vorstellt, okay, was fasziniert die Menschen daran? Da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Der Rückgriff auf das Traditionelle, der Rückgriff auf das Festgelegte, das Berechenbare und wie so eine Art Koordinatensystem, in dem man sich sicherer fühlt, wenn man weiß, was passiert. Und das Letzte, was ich sagen wollte, ist die Sehnsucht nach Autorität. Also, dass man etwas will, was übergeordnet ist, was am Ende sagt, so bis hierhin und nicht weiter, ich bestimme das jetzt. Und wenn alles schief geht, dann seid ihr in meinen Händen sicher aufgehoben. Und das ist auch wieder ein Kontrapunkt, der sehr verwundert, weil wir ja in einer sehr freien, freizügigen, libertären Gesellschaft leben, die immer mehr auch die Grenzen sprengen will und die keine Autorität anerkennen möchte und die auch alles Konservative verteufelt, gerade wenn es um Fragen geht wie Sprachgebrauch, Geschlechtergerechtigkeit, was ja wunderbar ist und eine Entwicklung ist auch unserer Zeit. Aber auf der anderen Seite dann wieder die Gegenbewegung existiert, sich nach immer enger werdenden Strukturen zu sehen. Und am Ende dieser engsten Struktur steht eben Monarchie, ein König, ein übergeordnetes Wesen, was, ohne dass es irgendeinen Grund dazu gäbe, besser sein soll als ich, ja, per Geburt. Warum bin ich nicht der König? Also, ich wäre ein besserer König. Und das ist zwar qua Geburt. Und zwar qua Geburt. Und das sind diese vielen Aspekte. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen in der Zeit, die wir haben, aber ich sehe es als eine kleine Aufgabe für uns an, die man vielleicht so ein bisschen ordnen kann, um dieses Chaos zu verstehen. Ich verstehe wirklich ganz viel nicht mehr. Also gerade in diesen kleinen Dingen wie, da stirbt die Queen und dann gibt es einen Shitstorm und hin und her. Da denkt man so, ey, was geht hier eigentlich gerade schief? Und es ist nicht nur in diesem Fall so, es ist in ganz, ganz vielen anderen Fällen auch so. Ja, die Queen war natürlich die ideale Autorität, weil sie eine Autorität war, die gefahrlos war. Ne, weil sie als Königin eine Form der Repräsentation hatte, die eben außerhalb des Rahmens war, wo man die politischen Entscheidungen treffen muss und trotzdem eine Einflussgröße dargestellt hat. Und das ist ja die Autorität, nach der sich viele ja auch sehnen. Es geht ja nicht nur um eine Autorität, die im autoritären Sinne agiert, sondern um eine Autorität, der man sich anvertrauen kann, der man sich einverleiben kann, die eben im richtigen Moment in der Lage ist, vielleicht auch den richtigen Gedanken zu haben oder zumindest richtig zu agieren. Und das muss man ja sagen, das hatte sie. Also sie hatte ja schon einen ungeheuren Instinkt zu agieren. Also als Lady Diana starb, hat sie zwar 5 Tage geschwiegen, wo die Stimmung schon wieder kippte und man dachte, wie kalt ist sie denn, dass sie sich einfach nicht äußert und nichts sagt. Aber nach 5 Tagen schaffte sie es, eine hochempathische Rede zu halten, mit der sie das gesamte Land im Sturm wieder für sich erobert hat. Und das sind ja genau die, das beschreibt eigentlich sehr schön die Dynamiken, die vielleicht heute häufig fehlen, nämlich dass jemand auch das Talent hat, eben nicht die Trauer nach 30 Sekunden auf den Markt zu tragen und sagen, Lady Diana ist gestorben, sondern zu sagen, ich bin die Queen, aber ich sage bewusst erstmal nichts. Ich muss mich vielleicht zu diesem furchtbaren Ereignis selbst erstmal ordnen, eben weil ich eine Nähe habe und wirklich traue. Und nach 5 Tagen habe ich dann aber in der Lage, mich zu äußern, um dann aber auch Sätze zu sagen, die wirklich verfangen. Und zwar in einer Art und Weise verfangen, wie sie eben heute es selten tun, wenn man allzu schnell meint, etwas meinen zu müssen oder sagen zu müssen, nur um auch einen Beitrag zu leisten. Und insofern war sie vielleicht auch ein nicht absichtlich, aber trotzdem gesetzter Kontrapunkt gegen die aktuelle Debattenkultur. Und das darf man nicht unterschätzen. Also das Talent, auch im richtigen Moment nichts zu sagen, zu schweigen, nicht schnell zu sagen, ich gehe jetzt hinterher, es muss was kommen. Es ist was passiert, Lady Diana ist tragisch gestorben, bis in einer Stunde muss das Statement da sein, was sagen Sie denn? Und wir wissen ja, was dabei rauskommt, wenn Leute ganz schnell etwas sagen, nur weil sie irgendwas sagen sollen. Das erlebst du in jeder zweiten Woche und meistens kommt irgendein Bullshit raus, der 4 Tage später spätestens wieder zum 3. Mal relativiert wurde, weil es auch so nicht gemeint war, wie es der 28. Idiot bei Twitter verstanden haben will. Und dann wünscht man sich eben eine Queen. Und dann sagt man, ja, dann doch lieber jemanden, der all das aushalten kann und der sich aus all dem raushalten kann und im richtigen Moment agiert. Und deshalb frage ich mich umgekehrt, sind wir nicht eigentlich reif für die Monarchie? Also wenn ich mir das angucke, dann, wenn ich zusammennehme, der Wahnsinn, der um die Christian-Lindner-Hochzeit betrieben wurde auf der einen Seite, das waren ja Harry und Meghan von Deutschland, für ganz Arme, natürlich wie immer, wenn es aus Deutschland kommt.
wo aber man kollektiv am Boden lag. Ansonsten ist es der grauenhafte FDP-Finanzminister. Ja, das ist ja das Allerschlimmste. Und was macht er? Und was macht er mit Hartz IV, das Schwein? Aber oh, er heiratet. Oh, guck mal, das Pärchen. Sind sie nicht süß? Hat sie nicht ein süßes Kleidchen? Guck mal, wie toll. Oh, und sie küssen sich. Was machen sie? Wir wussten ja wirklich permanent, was auf Sylt passiert ist. Die ganze Zeit. Ich wollte es alles nicht mehr wissen, was auf Sylt passiert ist. Es war Livestream aus Sylt. Jetzt laufen sie gerade raus. Jetzt laufen sie ins Restaurant. Und jetzt sind sie gerade, glaube ich, aufgestanden, aber Chrissy hat nur eine Unterhose an und er kann noch nicht zum Frühstück gehen. Ja? Und ich dachte, was ist da los? Also ich wollte es alles wirklich nicht wissen. Und ich bin da auch neugierig, aber ich dachte, lass mich in Ruhe. Es ist nur der fucking FDP-Chef und Finanzminister. Ich möchte nicht wissen, was los wäre, wenn Annalena Baerbock neu geheiratet hätte. Stell dir das mal vor. Oder Robert Habeck. Ne? Der schöne Robert hätte neu geheiratet. Da wäre ja gar nichts mehr gegangen. Und dann sage ich, da ist offenbar eine Sehnsucht nach so einem Pärchen. Und dann sehen wir jetzt die Trauer bei der Queen. Und da frage ich dich, ist nicht vielleicht Monarchie doch die Lösung? Also frage ich dich ernsthaft. Also müssen wir uns das noch antun oder müssen wir nicht einfach dafür sorgen, dass wir so eine Monarchie einführen? Mit so einer Queen. Und sagen wir auch, guck jetzt, Prinz Charles wird sowieso nicht. Ich denke immer an Prinz Pi, wenn ich Prinz Charles höre. Ich weiß nicht warum. Da sieht man schon, dass ich ihn nicht ernst nehmen kann. Und da frage ich dich, jetzt eine coole Monarchie in Deutschland mit so einem leicht aristokratischen Einschlag, egal, das Gleiche. Und dann Ruhe mit den ganzen Debatten. Das würde auch die Debattenkultur entspannen. Also das, was du willst. Ne? Also nicht dieses Aufgeregte und dieses, jeder muss permanent mitmachen. In der Monarchie kämen wir da schneller hin. Und wenn du nicht der König wärst, wer könnte es dann sein? Robert Skopin, der Chef von Radio 1. Fällt mir jetzt keine andere ein. Ist ja ein anderes Thema. Also die Frage, ob wir eine Monarchie bräuchten, würde ich jetzt mal beantworten, klar mit Nein. Nein, ich habe natürlich übertrieben, aber man echt? Spürt... Also ich dachte, das ist für ernst. Hast du nicht gemerkt? Nee. Nee? Also ich habe gedacht, du konzipierst gerade ein neues Programm. Und es war schön, dir dabei zuzugucken. Vielleicht habe ich das ja getan, aber es ist mir wirklich spontan so eingefallen. Ich hatte jetzt gerade, während du gesprochen hast, den Gedanken, ob wir da nicht hin müssen. Also ich finde, es waren auch gute Pointen drin, die solltest du auf jeden Fall behalten. Also ich fand das mit... Baerbock, super. Ja? Also wenn Baerbock heiraten würde. Die ist doch verheiratet, oder? Ja, wir könnten ja nochmal neu heiraten. Ach so, okay, also pompös auch so. Ja, man darf ja mehrfach heiraten, wenn man sich vorher scheiden lässt. Das ist in Deutschland so, das weißt du vielleicht nicht. Man darf bei uns auch mehrfach heiraten, aber gleichzeitig. Ohne sich scheiden zu lassen. Das ist der Punkt. Also es sind ja mehrere Themen. Das eine, die Frage, ob wir eine Monarchie brauchen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber lass sie doch stellen, die Frage. Die finde ich gar nicht so Quatsch, wie du sagst. Okay, dann stell sie. Weil du hast sie auf was anderes bezogen, wenn ich dich richtig verstanden habe, nämlich die Frage danach, ob wir dieses Regulativ bräuchten, was ja in der Monarchie enthalten zu sein scheint. Ja. Es kommt ja auch darauf an, welche Monarchie, ob es jetzt eine konstitutionelle ist, ob es eine ist, die nur repräsentativ ist. In unterschiedlichen Ländern haben ja die Könige auch einen anderen Einfluss. In Holland ist es vielleicht ähnlich wie in England, in Dänemark ist es wieder ganz anders. Ich glaube, wir bräuchten eher eine Aufklärung für das Volk, statt jemanden, der das Volk in Zaum hält. Und daran scheitert es im Augenblick. Also wir haben, das haben wir sicher auch schon gesagt, wir haben so viele Mechanismen mittlerweile, die uns in die Lage versetzen, zu tun und zu lassen, was wir wollen und auch anzutun, was wir wollen, dass die Frage immer klarer wird, wie können wir das in eine Ordnung bringen, die wieder die Grundelemente unseres Zusammenseins stärkt. Also Respekt, Verständnis, Geduld mit anderen zu haben und nicht in jede Debatte hineinzustolpern und sich zu transportieren über das, was man sagt und nicht über das, was man dazu denken könnte. Und das ist, finde ich, sehr tragisch, weil wir gerade jetzt in einer Zeit leben, in der das Denken viel wichtiger wäre als das Sagen. Und weil die Zeit, die wir bräuchten, um zu denken, eine sehr konstruktive und produktive und fruchtbare Zeit sein könnte, während die Zeit, die wir damit verschwenden, Dinge zu sagen, unglaublich oft auch vertane Zeit ist, weil wir ganz oft redundant werden, uns wiederholen oder Floskeln sprechen, Dinge, die schon gesagt wurden, wir sagen sie nur, weil wir sie in dem Moment sagen wollen für andere oder uns in anderen erleben wollen, während wir es sagen.
Und da frage ich mich, wie wir das hinkriegen können, ob wir zum Beispiel auch mit unserer kleinen Sache hier einen Anteil dazu leisten können, indem wir vormachen, wie wir miteinander sprechen und immer wieder auch zueinander finden, was ja gerade in Bezug auf die letzte Sendung sehr bemerkenswert war, was aber von vielen gar nicht wahrgenommen wurde, dass nämlich am Ende unserer berechtigt hitzigen Debatte ein Schulterschluss stand, nämlich den anderen auch zuhören zu wollen, ihn verstehen zu wollen und gegebenenfalls sich auch revidieren zu können und zu sagen, ich habe mich geirrt oder das, was du gesagt hast, klang für mich plausibel, ich werde darüber nochmal nachdenken. Und all das findet nicht statt und ich frage mich, warum findet es nicht statt? Und ich forsche und ich forsche und ich bin selber in Zeitverzug, weil es mich so überwältigt in dem Moment, in dem es passiert, dass ich kaum Möglichkeit habe, anzuhalten und zu sagen, hey, mach mal halblang, weil schon das Nächste kommt und mich überrennt und meine Aufmerksamkeit fordert. Und da muss man wirklich appellieren, also da muss man wirklich an besonders die klugen Menschen appellieren, ihre Energie nicht weiter zu verschwenden für sinnlose Debatten, sondern sie zu konzentrieren auf das, was wesentlich ist. Und im Moment gibt es Dinge, die sehr, sehr, sehr wichtig und wesentlich sind, über die wir sprechen müssen. Wir sprechen über die Frage Krieg oder Frieden. Wir sprechen über die Frage, lassen wir uns fremdbestimmen oder wollen wir selbstbestimmt sein? Wir sprechen über die Frage, wie viel Verantwortung können wir übernehmen und welche Verantwortung übertragen wir auf andere? Und können wir uns darüber ärgern, wenn wir Verantwortung auf andere übertragen haben und sie nicht mehr zurückbekommen? Also wir reden über ganz komplexe Dinge auf eine sehr profane Art und Weise, obwohl wir hochintelligent, intelligent genug wären, es auf eine ganz andere, klügere Weise zu besprechen. Und das ist das, was eben zu diesem Punkt kommt, den du geschildert hast, dass man irgendwann dann denkt, okay, warum gibt es jetzt nicht ein Regulativ? Ne? Nicht Diktatur. Diktatur und Monarchie sehe ich als zwei ganz unterschiedliche Dinge an. Aber ein Regulativ des Gewissens, ein Regulativ der Moral, ein Regulativ unserer Ethik, unseres Verständnisses von Menschsein. Und solange es das nicht gibt, bleiben wir anfällig für Diktaturen. Und da hat dann die Diktatur tatsächlich wieder etwas mit der Monarchie gemein. Sie ist die Übertragung von Verantwortung. Einmal ist es freiwillig an die Monarchin, halbwegs. Auf der anderen Seite ist es genommen von dem, der uns diktiert. Und trotzdem müssen wir als freie Wesen immer weiter um unsere Freiheit kämpfen. Eigentlich war der Bundespräsident mal die Idee, sowas Ähnliches wie eine Monarchie einzuführen, aber eben mit einem Monarchen, der demokratisch legitimiert ist. Vielleicht sollte man dieses Amt einfach verändern. Vielleicht sollte man wirklich mal sagen, wir geben im dem Job des Bundespräsidenten jemandem, der dafür in Frage kommt, eben weil er nicht aus einer bestimmten Parteienhierarchie herauskommt, sondern weil er sich verdient gemacht hat, weil er eine Stimme ist oder sie oder wer auch immer, weil man sagt, so, wir setzen da mal wirklich jemanden hin, der die Reden halten kann, um die es in diesem Amt ja angeblich immer geht. Und das ist ja das Besondere an diesem Amt, dass man wirken soll durch Sprache. Und natürlich geht es auch darum, Gesetze abzunicken und Ähnliches. Dafür gibt es Beamte im Bundespräsidialamt, die werden dafür sorgen, dass man nicht an der falschen Stelle unterschreibt. Aber der Rest, das wäre doch mal ein Experiment. Da könnte man doch mal wirklich jemanden hinsetzen, wählen lassen, whoever, der an dieser Stelle das richtige Wort findet, den richtigen Einfluss findet, ohne aus den Parteien herauszukommen, aus dem die Personen im Moment kommen, sondern jemand, der wirklich ausschließlich das Ziel hat, Impulse zu setzen und die dann auch setzen kann. Das wäre in meinen Augen ein sehr spannendes Experiment, weil das Amt ist so geschützt, dass man ja keine Sorgen haben muss, dass derjenige plötzlich den Führer durch die Hintertür wieder reinlässt, weil dafür ist die Macht dann doch zu begrenzt. Und bevor wir einen Grüß-August haben, lass uns doch einen nehmen, der wirklich was bewegt. Wir müssen auf die Zeit achten. Wir haben angefangen um 10 nach, glaube ich, ja. Erste Hälfte eine Stunde, dann machen wir eine Pause und dann machen wir nochmal eine Stunde. Ja. Wir weisen an der Stelle übrigens darauf hin, damit sich das Publikum hier im Tipi schon mal überlegen kann, welches Pumpernickelbrot ist in der Pause bestellt. Gut. Ich sag's deswegen, weil ich habe nämlich noch ein Thema, was in ähnliche Richtung geht und was wir auch schon besprochen haben, aber was diese Woche auch noch mal so ein bisschen aufgepoppt ist. Und ich frage mich auch bei diesem Thema, woher kommt diese Wut und wie kann man diese Wut zähmen oder ist sie vielleicht sogar berechtigt? Nämlich, es geht um unseren Kollegen Richard David Precht, der ja fast einmal pro Woche in den Trends ganz oben steht, weil er offensichtlich, so wie seinerzeit das bei Dieter Nuhr war, zu einer Reizfigur geworden ist. Und weil alles, was er sagt, mittlerweile
so wie ich es wahrnehme, sehr kontrovers, fast schon aggressiv negativ kommentiert wird, bis hin zu, wie ich finde, sinnlosen Beschimpfungen und Dingen, die ja weit unter der Gürtellinie sind. Und ich frage mich, warum ist diese Figur so eine Reizfigur geworden? Nur weil er sein Statement abgelassen hat zur Ukraine? Ist das das Einzige oder gab es eine Vorgeschichte? Ich wollte dich das fragen, weil ich habe mich mit Richard David Precht noch nicht wirklich eingehend beschäftigt. Erst seitdem er unsere Konkurrenz ist mit Lanz und uns nachäfft, habe ich einen gewissen Hass auf ihn entwickelt, den ich aber auch nicht öffentlich kundtue. Deswegen solidarisierst du dich jetzt mit ihm. Nein, das war übrigens auch Spaß. Nein, aber ich frage mich wirklich, woher kommt das? Und ich empfinde ihn jetzt mal rein oberflächlich betrachtet als einen sehr klugen Menschen, der Dinge sagt, die manchmal auch ein bisschen klug-scheißerisch wirken. Also es klingt nicht immer toll. Er hat lange Haare, ein bisschen schmierig sieht er aus, aber ich sehe heute auch nicht besser aus. Moment, der schmierige Part von uns bin ich. Das sagen viele bei dir, aber das es kommt immer darauf an, wie dreckig man selbst ist. Also wenn ich ein Siffkopf bin, bist du schmierig. Wenn du ein schicker Mann bist, bin ich ein Schmutzfink. Also es kommt immer auf die Perspektive an. Aber das kann ja nicht Anlass sein. Also irgendwas ist an diesem Mann dran, was die Leute maßlos reizt. Und ich weiß auch nicht, ob es die Leute sind oder ob wir zu viel über diese kleine Bubble sprechen. Twitter sind ja jetzt auch nicht wirklich viele Leute. Aber woher kommt das? Warum ist das entstanden? Weil er war doch vor ein paar Jahren, galt er doch noch als kluger Philosoph. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ursachen. Also ja, er war ja wirklich einer der wenigen, die aus dem Rang der Philosophen zum Bestseller-Autor wurden mit Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Genau. Was ja wirklich auch ein sehr, sehr tolles Buch ist. Das muss man ja völlig, völlig anerkennen. Und er hat ja weitere Bestseller geschrieben. Da muss man sagen, in dem Moment war er aus der Philosophenszene eigentlich schon raus. Damit passierte in der Philosophenszene das, was ihm jetzt auf der großen öffentlichen Bühne passiert. Denn man muss dazu sagen, dass in der Philosophie es grundsätzlich so ist, dass der am meisten gehasst wird, der gelesen wird. Und zwar außerhalb der eigenen Bubble. Es gibt nichts Schlimmeres in der Philosophie, als wenn einer die Frechheit besitzt, im sogenannten Feuilleton Interviews zu geben oder gar sich ins Fernsehen zu setzen, dieses Analphabetenmedium, dann ist man da raus. Weil das Schlimmste ist, Philosophen sind oft schlimmer als Theologen, weil sie an keinen Gott glauben, halten sie sich alle selber für Götter. So, das heißt, vor Jahren... Du hast auch Philosophie studiert. Deswegen weiß ich, wovon ich spreche. Und warum sind jetzt ich hier? Warum? Warum äußere ich mich genauso schmierig wie Richard David Precht zu allem, wovon ich keine Ahnung habe? Weil ich aus dem gleichen Fachbereich komme und weil ich gehasst werden will. So. Ja, aber müssen wir ihn, darf ich dich kurz fragen, müssen wir ihn in Schutz nehmen? Nein, das kann er selber. Müssen wir das, was er tut, in Schutz nehmen? Nein, ich glaube, das ist gar nicht nötig. Aber jetzt, wenn man seine aktuelle Rolle anguckt, ich höre ihm bis heute gerne zu. Ich stimme bei weitem auch nicht immer zu, inhaltlich. Aber ich kann diese Aufregung ehrlich gesagt nicht verstehen. Er hat sich äußerlich, genau wie die meisten anderen Philosophen, eigentlich seit 30 Jahren nicht verändert. Er trägt die immer gleiche Frisur. Also das muss man auch, wenn man als Philosoph gelten will, muss man ein Leben lang eine irgendwie auffällige, halbwegs schlecht frisierte Frisur haben. Ne? Das war bei Habermas so, das ist bei Sloterdijk so, das ist bei Richard David Precht so. Es ändert sich nicht. Bei dir ist es nicht so. Ich habe die Pomade jetzt auch schon seit ein paar Jahren und ich habe mir auch vorgenommen, sie nicht mehr zu ändern und auch immer den gleichen Anzug zu tragen, nur in unterschiedlichen Farben. So, aber ich glaube, was jetzt bei ihm mittlerweile passiert, ist die Tatsache, dass er, ich glaube, er macht gerade den, er wird zum Eckhart von Hirschhausen der Philosophie. Mhm. Und er setzt sich also in jede Sendung und äußert sich zu allem, aber er tut es kontroverser als Eckhart von Hirschhausen. Aber er ist dauerpräsent und ab einem gewissen Moment ist es nicht mehr wichtig, was du sagst, sondern dass die Leute sagen, jetzt nervt er mich. Der ist jetzt auch überall, der Precht hat schon wieder was gesagt. Ne? Und dann sagst du ein Statement, das kontrovers ist und ich glaube, dass Richard David Precht sich ganz bewusst zur Ukraine so positioniert, wie er es tut. Bewusst, weil, glaubst du? Ja, weil er Lust... Ja klar, bewusst, aber du meinst mit einem Kalkül? Ich würde sagen, er weiß genau, welche Triggerpunkte er setzt und deswegen, glaube ich, müssen wir ihn auch nicht in Schutz nehmen, weil er ist eine öffentliche Person. Und er weiß genau, was er tut. Und ich würde Richard David Precht unterstellen, dass er tatsächlich in dieser Richtung denkt, in der er argumentiert. Also ich sage nicht, dass er ein Hochstapler ist oder dass er ein falsches Spiel betreibt. Ich glaube, dass er sehr genau weiß, was er tut. Aber er tut es auch mit Kalkül, weil er weiß, welche Reizwörter er setzen muss, damit das Ding wahrgenommen wird. Das glaube ich schon. Doch. Also
Da ist er. Das kleiner ist, Einwand, kleiner Einspruch. Da wollte ich noch einen Gedanken und dann darfst du. Da ist er, glaube ich, da setzt der Friedrich-Merzianismus sich durch. Ich weiß, ich spreche vom Blackout und die Nummer funktioniert. Das ist völlig klar. Zwei Sätze auf dem CDU-Parteitag, die richtige Schlagzeile ist da. Und das würde ich, und das nehme ich ihm gar nicht übel, weil das gehört zur Aufmerksamkeitsökonomie, das Ding kalkuliert zu betreiben. Und das macht er, glaube ich, schon. Das weiß ich nicht. Also erstens ist es hypothetisch, das können wir beide nicht wissen. Und zweitens können wir es ja von uns selbst ableiten. Und du weißt, wie oft wir miteinander sprechen. Und die Pferde gehen mit uns durch, weil wir in einer gewissen Euphorie sind oder weil wir uns gegenseitig anstacheln. Und später hören wir es nochmal und sagen, nee, lass mal, das ist jetzt doch ein bisschen drüber gewesen. Ich glaube, dass bei ihm das ähnlich ist, das ist eine Vermutung, dass er sehr gerne redet und sich auch vielleicht sogar gerne reden hört. Anders als bei uns. Aber es ist Sinn und Zweck eines Podcasts zu reden und es ist auch schön, wenn man sich gerne reden hört, sofern man schöne Dinge sagt. Und andere daran teilhaben können, das vielleicht genauso schön finden oder es auch nicht so schön finden und sie daran teilhaben, indem sie sagen, ich sehe es anders. Das ist der Sinn und Zweck einer Kommunikation, nämlich der Austausch und nicht der Abgleich. Und ich finde, so mein Eindruck, wenn er mit Lanz spricht, ist, dass Lanz ihn natürlich auch oft triggert. Also dass Lanz, den ich übrigens für den perfideren von beiden halte. Erstens, weil ich ihn kenne und weiß, dass das ist. Und zweitens, weil ich es auch so erlebe. Also Lanz stellt immer so ein bisschen so linkische Fragen so. Aber Richard, da muss ich dann nochmal nachhaken. Ist denn das, um sich dann in eine Position zu setzen, in der er fast ja neutral, unangreifbar, unantastbar ist. Es ist sowieso eine neue Methode von ihm, habe ich jetzt festgestellt. Also so oft, wie er seine Perspektive in den letzten Sendungen gewechselt hat, so oft wechsle ich noch nicht mal meine Unterhose. Ja, es ist also, er war noch vor ein paar Wochen für schwere Waffen, dann wieder gegen, doch da ist er eigentlich die ganze Zeit dafür. Aber bei seinem letzten Interview mit Lauterbach, da hat er ja den Chefankläger in Sachen Corona gespielt. Und ich bin aus allen Wolken gefallen und dachte, was ist mit dem passiert? Also da steckt aus meiner Sicht ein ganz anderes professionelles Kalkül dahinter eines Fernsehmachers, der weiß, wie er die Themen angehen muss, damit er auch Quote generiert. Während Precht aus meiner Sicht ihm oft in die Falle geht und dann sich auch ein bisschen vergisst und verliert und dann auch darüber wundert, welchen Impact das hat, was er sagt. Weil ich habe eine Sendung von ihm gehört, wo man merkte, dass er auch wirklich angefressen war. Also dass es ihn, und das muss man jetzt mal sagen, also es ist echt nicht easy. Ne? Also kleiner Exkurs, da prasselt schon eine Menge Gewalt auf einen ein. Wenn man hier sitzt und redet und man hat zwei Stunden das Gefühl, man macht es, um die Leute zu unterhalten und man fühlt sich ein bisschen frei und dann lachen die Zuschauer auch und man fühlt sich auch noch bestätigt und dann merkt man erst im Nachhinein, wenn es gesendet wird und seziert und besprochen und analysiert wird, wie viel Anlass man eigentlich dazu gegeben hat, gehasst zu werden. Ja, und das ist Wahnsinn, das muss man erstmal absorbieren. Also es kann an einem nagen, das kann einen verzweifelt machen, das kann im schlimmsten Fall sogar einen in die Klapse bringen. Ja, also ich kenne viele Künstler, die das nicht ausgehalten haben und die wirklich eingewiesen wurden, weil sie depressiv waren, weil sie diesen Druck nicht mehr ausgehalten haben. Obwohl es total paradox ist, weil wir suchen uns ja diesen Druck auch auf der anderen Seite. Und es gab eine Sendung, wo ich ihn gehört habe, wo er gesagt hat, Wahnsinn, dieser Impact auf das, was ich gesagt habe, ich habe doch gar nichts so Schlimmes gesagt. Und deswegen beschäftigt mich das auch unter der Frage und unter der Überschrift, wie weit gehen wir auch in diesen Fällen? Also was ist die Methode dahinter, etwas zum Thema zu erklären und dann dieses Thema die ganze Zeit so breit zu treten, bis man am Ende das Gefühl hat, derjenige ist jetzt aber auch vollkommen vernichtet und der verschwindet aber auch vollkommen aus meinem Blickfeld. Vorher gebe ich nicht nach. Was ist das? Ist das ein Jagdtrieb? Was ist dieses Animalische dahinter? Ich verstehe es nicht. Also ich würde bei Richard David Precht auch sagen, das zählt für mich in den klaren Bereich, das gehört zum Diskurs, das ist für mich jetzt nicht außergewöhnlich. Er vertritt Positionen, die einige Leute teilen, viele vielleicht nicht, und das gehört dazu, das ist die Aufgabe des... Ja, aber der Diskurs, wenn er sachlich ist. Des Public Intellectual, also insofern verstehe ich die Aufregung nicht, und er besetzt die für ihn freie Stelle des öffentlichen Intellektuellen, und die besetzt er veritabel, und über den Inhalt soll man streiten. Da
dafür sitzt er da. Absolut. Und wenn das keiner tun würde, hätte er seinen Job verfehlt. Insofern bin ich sehr überrascht, welche Emotionalität das erreicht, weil er argumentiert klar, er argumentiert klug und man kann sich dann der einen Einschätzung anschließen, der andere nicht. Die eine macht einen nachdenklich, die andere weniger. Er ist in der Sache engagiert, das spürt man. Er brennt für die Themen, über die er spricht. Er brennt für seine Position, macht sich Gedanken, wunderbar. Und da frage ich mich, das ist doch eigentlich das Thema Aushalten. Ja, also das gehört dazu. Also den Mann muss man aushalten und als solchen respektieren. Und das ist aber das grundsätzliche Problem, dass ein Talent zum Aushalten nicht da ist. Ne? Also dass das Talent, das gesellschaftliche Talent, Positionen zunächst mal als solche, als diskutierbare anzuerkennen und auch als exponierte anzuerkennen und als eine anzuerkennen, die zunächst einmal zu akzeptieren ist wie ein Werk, ne? So wie man, wenn man ein Kunstwerk sieht, wo man ja auch, wenn man banausisch drauf ist, sagen kann, das hätte ich auch malen können, ne? Wie manche vielleicht sagen, hätte ich Aussage können in der Talkshow, also praktisch Arschloch, das hätte ich genauso sagen können. Ne? Das geht ja noch und weiter. Da fehlt dann auch der Respekt und die Autorität. Da sind wir wieder beim Thema Autorität oder die Anerkennung. Eine Autorität, die Brecht ist, die viele andere sind. Autorität auch da wieder in einem positiven Sinn, nämlich die Autorität des öffentlichen Sprechens, die an dieser Stelle gegeben ist. Und da ist ja nicht jemand mandatiert, weil er es nicht verdient hat oder weil er seit Jahren vor sich hinschläft und plötzlich einer gesehen hat, der hat lange Haare, den setzen wir dahin, sondern weil er einer über Jahre seine Thesen entwickelt hat und sich in diesen Rang hochgearbeitet hat. Und alles andere ist Teil der, wie ich finde, fruchtbaren Debatte. Und ich finde das einzig Traurige, dass mir die Frucht in der Debatte führt. Ich würde so gern so viele Früchte dabei rausschmecken, aber ich schmecke sie so selten, sondern wir müssen darüber diskutieren, warum man Richard David Precht hasst. Und ich finde, die Aufmerksamkeit hat Richard David Precht nun auch wieder nicht verdient, dass man ihm so viel Antipathie entgegen. Ja, aber das ist wie mit der Queen. Also wir nehmen ihn ja als Anlass, um über ein anderes Thema zu sprechen. Und ich gebe dir da auch in vielen Dingen recht. Und stell mir auch die Frage, ob die Autorität, die wir bräuchten, nicht in uns sein müsste. Eine Autorität, die wir selbst sind und die uns Einhalt gebietet, davor Grenzen zu überschreiten. Und das, was ich jetzt als Anlass genommen habe, ist eben die Frage, wie funktionieren diese Mechanismen und warum funktionieren sie besser als unser Verstand und unsere Vernunft? Und es gibt ja noch einen weiteren Schritt. Precht ist ja nur der Anlass. Das nächste ist ja, dass sich das verselbstständigt und dann zu einer Wahrheit wird und diese Wahrheit reproduziert wird und dann die reproduzierte Wahrheit wieder zum Anlass wird, um andere Dinge zu besprechen, die damit schon gar nichts mehr zu tun haben. Also man sieht das immer an diesen Hashtags. Ich habe jetzt in den letzten Wochen oft gesehen, dass wenn Precht kam, auch immer ein Hashtag zu uns kam oder zu Dieter Nuhr. Ja, die kannst du ja alle in einen Topf schmeißen. Das sind ja die. Das liegt aber an deiner Suchfunktion, die dir das dann anbietet. Auch das kann sein. Und jetzt kommen wir mal auf das eigentliche Thema. Weil du sehr oft Precht so Mundschuh hintereinander eingegeben hast. Ja, klar. Und dann wunderst du dich, dass du da wieder erscheinst. Weil Twitter ist so schlau, die merken, was du gesagt hast. Ja, und deswegen, das ist das eigentliche Thema. Und da werden wir sicher aber nach der Pause drüber sprechen. Twitter ist für mich mittlerweile wirklich eine ernsthafte Gefahr. Das ist wirklich, es ist wirklich Teufelswerk, was da passiert. Da ist ein Mann, der sehr viel Geld damit verdient, dass er Menschen gegeneinander aufhetzt und sie dazu anleitet, aus meiner Sicht Schlechtes zu tun. Und die Menschen machen das auch noch und sie beschweren sich auf dem Medium über Dinge, die dieses Medium eigentlich braucht, um zu funktionieren. Also es ist auch noch paradox dazu. Und ich habe letztendlich keine andere Lösung gefunden, als es selbst irgendwie zu eliminieren und zu sagen, ich gehe raus, ich mache nicht mehr mit. Aber du siehst ja, wie sehr auch unsere alltäglichen Diskussionen mittlerweile beeinflusst werden von Twitter. Also ich würde mal behaupten, Karl Lauterbach wäre nicht Gesundheitsminister, wenn es Twitter nicht gegeben hätte. Das mag sein. Ja. Aber du hast gerade so gesprochen, als hätte Elon Musk Twitter jetzt doch final gekauft. Das wäre der König, den wir bräuchten. Also das wäre dann die Autorität, wo man sagen muss, okay, dann ist es wirklich fremdbestimmt. Und dann ist es wirklich angekommen bei der Perversion der Meinungsfreiheit. Ja, weil ja, es ist doch letztendlich indem nämlich wirklich jeder Idiot wieder alles sagen darf. Donald Trump wird von Elon Musk persönlich reanimiert und aus Mar-a-Lago rausgezogen wieder an die Twitter-Front. Und dann ist eigentlich die Abschaffung der Meinungsfreiheit im Namen ihrer Verteidigung gegeben. Wir machen eine Pause und feiern danach weiter deinen Geburtstag. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß und trinkt ein bisschen was und wir sehen uns gleich wieder. Ich lese ein bisschen, damit ich mithalten kann. Ja. Ja.
Ist das nicht toll? Das ist ganz, ganz toll. Das ist eine Torte, die gerade eben aus meinem Bauch geplumpst ist. Von Pamela Schlesinger vorbeigebracht worden ist, als Entschuldigung an die Mitarbeiter des RBB. Nein. Die ist auch geheizt. Die Torte ist geheizt. Genau. Deswegen, deswegen zerfließt sie schon leicht unten, man sieht es noch nicht so. Nein, das ist tatsächlich ganz ohne Witz eine Torte, die unser gemeinsamer, von uns heißgeliebter Sender, ohne Ironie, Radio 1, mir geschenkt hat zum Geburtstag. Kein Witz, das ist die Torte, weil ich heute hier sende. Moment, selber bezahlt von meinen Rundfunkgebühren. Völlig richtig? Ja. Von unseren. Von unseren Rundfunk. In dem Fall von meinen. Und in dem Fall von meinen Rundfunkgebühren habe ich mir die verdient. Und deswegen hat mein Sender, für den ich viel Lebenszeit schenke, hat gesagt, hier, jetzt sollst du auch mal was Gutes haben. Und jetzt ist das wirklich eine echte Torte. Das ist kein Witz. Wir haben schon dran gerochen. Wir wissen jetzt nicht, was drin ist, aber die Hülle stimmt. Wie in der Intendanz. Und jetzt habe ich oder wir gerade in der Pause uns überlegt, was machen wir jetzt mit dieser wunderbaren Torte? Und hast du denn da beim RBB, wäre ja nicht eine Torte, sondern Marmorkuchen gewesen, ne? Das wäre schöner gewesen. Absolut. Oder, Achtung, im Haus des Parkettbodens wäre ein Baumkuchen schön gewesen. Auch schön, auch schön. Oder? Ja, schön geölt. Wir wollen was machen mit der Torte? Wir machen jetzt Folgendes. Und zwar haben wir uns überlegt, dass ich als Anti-Korruptionsbeauftragter des RBB, interimsmäßig beschäftigt, bis über mich auch noch was rauskommt, was ich so hier getrieben habe. Ich möchte gerne im Gegensatz zur bisherigen Chefetage des RBB mit dem Publikum teilen. Diese Torte geht so jetzt gleich hier rüber an die Bar. Da wird jetzt gleich ein Mitarbeiter der Bar zu uns auf die Bühne kommen und diese Torte abholen. Da ist er schon. Herzlich willkommen. Diese Torte mitnehmen. Dankeschön. Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön. Diese Torte mitnehmen und die wird jetzt während des zweiten Teils für das hier anwesende Publikum im Tipi am Kanzleramt so klein geschnitten, dass jeder einen Krümel davon abbekommt. Ja? So in etwa. Gut, finde ich gut. Ja. Von den Gebührengeldern zu den Gebührenzahlern. Genau. Und wir weisen an dieser Stelle schon darauf hin, es kann natürlich sein, dass nicht jeder ein Stück bekommt, weil wir versuchen, die Stücke so groß zu machen, dass möglichst viele etwas bekommen und trotzdem noch was übrig ist und nicht nur Krümel bleiben. Also ja, und erst die Männer, dann die Frauen. Genau. Wenn jetzt diejenigen, die noch 3 Stunden hier sitzen bleiben und da hinten noch was trinken, sagen, ich hab aber nichts mehr kriegt, dann war das nicht unser Fehler. Ihr solltet also schnell sein, denn wir haben auch den Auftrag, die Leute möglichst schnell aus dem Theater rauszukriegen, denn für morgen Abend muss wieder das aktuelle Musical aufgebaut werden, das hier gespielt wird. Kit Kat Club. Richtig, genau. Darum geht's in diesem Musical. Das muss also irgendwas Schmuddeliges sein. Ich gehe nicht rein. Das ist für mich schon mal klar. Nee, ist klar. So, gut, jetzt haben wir Geschenke bekommen. Du hast noch Geschenke bekommen. Ja. Pack doch die Geschenke aus. Du kannst den Leuten gerne schon mal ein bisschen was erzählen. Ich erzähle den Leuten, dass wir noch einmal hier auf der Bühne des Tipi sein werden. Dieses Jahr. Nächstes Jahr wieder, es sei denn. Das wissen wir noch nicht. Das hängt immer ab von unseren Sendungen. Verträgen. Und den Verträgen und unserem Verhältnis auch, würde ich sagen. Ja, ja. Das bis jetzt noch sehr gut ist. Also unser Verhältnis. Und dann im nächsten Jahr schauen wir weiter. Wann ist denn diese letzte Sendung hier im Tipi, die letzte Aufzeichnung? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, denn ich muss ein Geschenk auspacken. Nee, das ist kein Feuerwehrauto, das ist ein Bus. Oh, schön. Und zwar ein Bus, hier kann man das sehen. Der Kliekla-Klavitter-Bus. Genau, irgendwas mit Autos steht hier dran. Das ist eine ganz fiese Anspielung auf die Tatsache, dass du keinen Führerschein hast. Ich zur nicht privilegierten Gruppe der Nicht-Führerscheinhabenden zähle. Meinst du wirklich, dass das so klug gekauft ist? Ja, ja, ich fühle mich diskriminiert. Oh, okay. Und hier oben steht drauf Florian on Tour. Ich habe eigentlich das Ziel, mich bei jedem Geschenk in irgendeiner Form diskriminiert zu fühlen. Ja. Also, ich würde gerne zu jedem Geschenk, was hier steht, das ich jetzt auspacke, irgendeine Diskriminierung erfinden. Oder du zerstörst es symbolisch wieder. Also machst es kaputt. Nein, das will ich nicht. Warum nicht? Nee, ich bin in der Metapolitik angekommen. Ich bin Twitter-User und versuche die Dinge mit Worten kaputt zu machen. Okay, okay. So.
Hier stelle ich es hin, dann Habe ich dir schon zur Gegenoffensive gratuliert eigentlich? Welcher? Der Gegenoffensive im Moment. Zu welcher Gegenoffensive? Der, ist egal, mach mal weiter. Lieber Florian, lieber Serdar, das ist ein Geschenk für uns beide. Oh, okay. Immer wieder zeigt ihr... Cockring? Oder? Nee. Kann ja nur sein, sowas. Bitte? Kann ja nur was Obszönes sein. Ja, für dich eine Viagra, für mich ein Cockring. Aber zeig's mal, es sieht wirklich so aus. Wir wissen, der Cockring ist das Viagra für die, die noch können. Aber zeig's mal, es sieht wirklich so aus. Also zeig's doch mal, es sieht wirklich so aus. Jedenfalls ist. Warte, ich will erst lesen. Der Umfang des Rings entspricht. Warte, jetzt nimm doch nicht alles bitte vorweg. Ich muss erst vorlesen, um mich diskriminiert zu fühlen und dann die Interpretation für das Geschenk zu finden, die zur Diskriminierung passt. Lieber Florian, lieber Serdar, immer wieder zeigt ihr, dass man auch in Situationen mit unterschiedlicher Meinung in der Lage ist, dem anderen zuzuhören. Danke. Demütig, Robert. Das ist typisch Robert Skopin. Das ist Robert Skopin. Das ist so. Wir sehen hier den Cockring von Robert Skopin. Ich hab's doch gesagt. Robert Skopin hat den größten und den dicksten und deswegen auch einen dicken Cockring mit ein bisschen, mit so einem Ohr. Was ist das? Ja, aber ist das für uns beide? Warte, ja, sind ja zwei. Jeder ein Kettchen? Ja, wir sollen doch zusammen cocken. Ach so, wir sollen dann so ganz gay Hand in Hand durch die Stadt laufen. Gay ist schwulenfeindlich, das habe ich nicht. Nee, gay ist schwulenfreundlich. Nee, du hast es komisch gesagt. Hä? Nee, ich hätte ja auch ganz hetero sagen können. Bitte? Ich hätte auch sagen, wir laufen ganz hetero durch die Stadt. Ja, das wäre noch schlimmer gewesen. Ja. Also es ist auf jeden Fall schlimm, was du machst. Das ist eigentlich... Idiot. Es ist schlimm, was du machst. So, warte mal, was haben wir jetzt hier? Falls ihr noch keine Freundschaftsarmbänder habt. Ach, ist das süß. Das ist ja süß. Das ist viel harmloser, als wir dachten. Ich dachte, wir sind Blutsbrüder. Aber die hängen wir uns trotzdem woanders ran, oder? Also bei mir kannst du sie an die Titten hängen. Weiß ich, an die Klöten. Du kannst es an die Titten hängen, ich an die Klöten. So, guck mal. Was ist denn das? Eine vertrocknete... Bitte? ...Pflaume? Was das ist das? Frauenfeindlich. Das ist... Gut, dass du immer die Dinge abstaubst, die ich nicht sagen darf. Dafür bin ich doch da. Das ist türkenfeindlich. Bei mir wird es anders interpretiert. Als so, alle Geschenke ausgepackt, wollen wir weitermachen? Wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen noch... Ja, wir haben noch viel zu besprechen, aber wir lassen doch einfach mal das Publikum demokratisch abstimmen. Soll ich noch ein bisschen auspacken oder nicht mehr? Ja? Also letztes. Du kannst ja ein neues Thema ansprechen. Letztes. Ja, sag mir doch schon mal die Themen, über die du mit mir noch reden wolltest im zweiten Teil, damit ich mich vorbereiten kann. Ich habe das Zelensky-Buch schon gelesen. Die Pause genutzt, wie immer. Jetzt müsstest du mir sagen, was noch an Themen auf mich zukommt, damit ich mir noch ein Buch bestellen kann, um dann vorbereitet zu sein. Ja, wir könnten über... Ja? Ach nee, lass über was anderes reden. Was können wir machen? US Open? Carlos Alcaraz? Das interessiert dich nicht so, ne? Fick dich. Okay. Egal. Egal. Nicht, weißt du auch. Ja, dann lass doch lieber wieder über Ukraine sprechen. Nee. Putin? Ja. Bisschen? Gasumlage? Übergewinnsteuer? Ja. Ja. Baerbock? Ich handle im Auftrag der Ukraine. Meine Wähler sind mir scheißegal. Habeck? Das ist ein gutes Thema. Hä? Ja. Lies jetzt nicht wieder einen Brief vor. Das ist sowas von Selbstbeweihräuchern. Das, was du gerade gesagt hast, das ihr beiden habt mir die Augen geöffnet. Seitdem ich euch zuhöre, weiß ich, wie diskutieren geht. Das, was du gerade als letztes gesagt hast, hat mich vom Thema her sehr überzeugt. Was ist das, eine Dissertation? Ja, warte. Das sind so Geschenke, die will man nicht haben. Ich schenke Ihnen meinen neuesten Roman. Ich mag nach Shows, die ich auf Tour spiele, am liebsten, wenn Zuschauer ganz lange warten am Merch, ne, und dann vorbeikommen und nichts von dir wollen, außer, also sie kaufen nicht... Ich wollte ihnen nur mal die Hand drücken. Nein, schlimmer, sie bringen dir was mit. Ne, und dann kommen wirklich solche Sachen hier und dann, die halten das schon so in der Hand und dann sagen die, ich wollte dir mal sagen... Ich habe lange recherchiert, Sie haben das Thema ja auch angesprochen, ne? Also da geht's wirklich um eine ganz tiefe Verstrickung und ich habe das hier mal alles aufgeschrieben, es sind wirklich spannend, da finden Sie Sachen, die haben Sie nirgends gefunden, nehmen Sie das mal mit und lesen Sie das mal, da müssen Sie was draus machen. Und wenn die zu mir Zuschauer sagen, dass ich was draus machen muss, weiß ich, dass ich daraus niemals was machen muss, weil es immer irgendein hirnloser Quatsch ist. Jetzt siehst du das vor, das ist nämlich eine andere Sprache, die ich nicht beherrsche. Genau, deswegen hast du es nämlich nicht vorgelesen. Sayın Hocam. Ich wusste, dass es türkisch ist. Aydınlıktan düşüncelerimizi bizlere paylaşmanızı
warte, das ist schwer zu lesen. Wir untertiteln das in der Wiederholung. Sarf etinis den dolayı büyük bir teşekkür. Bitte bleiben Sie. Ve istediğini ederek çok sağ olun diyorum. Programmlarınızı büyük bir zevkle dinleyin. Gleich nach der Werbung sprechen wir bei Stern TV mit einem türkischen Kabarettisten. Das war. Wer war das? War das Steffen Halaschka? Nein. Das war Steffen Halaschka. Ja, so ähnlich, ja. Steffen Halaschka hast du jetzt nachgemacht? Ja, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, was war, aber ich habe begeistert geklatscht. Die Leute haben sofort erkannt. Ich habe das nur so vom Impuls gemerkt, dass du was Lustiges sagst. Ja. Und musste aber weiter Türkisch lesen. Das ist so wie du ziehst die Schuhe aus und alle schimpfen, weil du barfuß bist. Genau. Was hat er denn jetzt geschrieben? Dass du ein Wichser bist. Darüber reden wir gleich. und lies jetzt das bitte in vollem Umfang vor. Work. Es ist und zwar langsam, wie ein Notar, wenn man ein Haus verkauft hat. Haben Sie verstanden? Haben wir unterzeichnet? Bitte schön. Und dann 8, hast du den 1, Vertrag 1. 812. Notare lesen doch unglaublich schnell. Nee, die lesen langsam, die kriegen ja Geld dafür. Ich kenne nur Notare, Notar ist eh der geilste Job der Welt, oder? Das ist der Wahnsinn, oder? Notar ist du liest Leuten Scheiße vor, die sie nicht verstehen. Ja, du guckst. Im Grunde, wie wenn Richard David Precht ein Buch einliest. Oder du organisierst, wie Leute bumsen und bist aber impotent. Du weißt nur, wie es geht, du hast es aber selbst lange nicht mehr gemacht. Du liest ihnen aber vor, wie es geht. Aber die verdienen doch mit dem Vorlesen so viel Geld, dass sie anschließend sowieso sich sehr viele Häuser kaufen, die sie sich vorher selbst vorlesen können. So, also Thema, wir wollen... Social Policy, Psychology and Climate Migration. Professor Dr. Christoph Zerres ist das aus Offenburg. Offenburg, nicht meine Heimat. Ich aus Baden-Württemberg, ich was Gutes. Was hast du denn noch für Themen? Serious, darüber wollte ich mit dir reden. Serious Games in der Ökonomie, von partiellen Ansätzen zu holistischen Konzepten. Okay, lass uns darüber reden, das ist geil. Da habe ich Bock drauf. Ich auch. Da habe ich Bock drauf. Wie siehst du das? Aber leg's weg und wir reden wirklich. Was ist Serious was? Serious Games in der Ökonomie, von partiellen Ansätzen zu holistischen Konzepten. Was ist holistisch? Holistisch ist im Grunde... Ganzheitlich? Ja, so in etwa, ja. Whole. Also whole. Aber mit W vorne. Ja, ja, whole, holistisch. Das, also das andere ohne W wäre schwierig. Das ist mir klar. Das whole ohne W wäre etwas, was du nicht sagen darfst. Wirkt das aversiv, wenn ich so meinen Schenkel dir... Nee, ist okay. Also, holistisch ist... Kann ganz schön lang sein, so eine Stunde. Bitte? So eine Stunde kann wahnsinnig lang sein. Holistisch finde ich habe noch mehr Geschenke. Wenn du so weitermachst, packe ich aus. Ne? Pack aus, ist mir doch egal. Oder wir machen einfach so ein bisschen Anti und erzählen gar nichts. Nö. Findest du scheiße? Ja, das ist so, das ist so postmodern. Oder was Persönliches? Das postmodernes Spiel der Nullerjahre infolge von Derrida, das möchte ich nicht. Nee. Oder wir lästern, geht das? Trotz der Mikrofundierung moderner Makromodelle wird auch heute noch die klassistische Kategorisierung von Spielen in Mikrospiele mit Themen wie Marktsimulation, strategische Interaktion, Spieltheorie und Makrospiele mit Themen wie Bankwesen, Inflation, aktuelles Thema und internationalem Handel beibehalten. Weißt du, was das Interessante an dieser Sache ist? Dass es als Geschenk verpackt war. Das ist so unfassbar. Komm, tu weg. Komm, weißt lass was uns, wir halten uns das, zu das lange. Ist aber jetzt ein interessantes Thema. Ja. Wie muss der Mensch, der glaubt, dass ich das als Geschenk ansehe, mich eigentlich einschätzen? Also, für was für ein Deppen, also was für ein Arschloch? Nee, Deppen nicht. Für was für ein... Nee, Deppen nicht, das Gegenteil. Der denkt ja, dass du wahnsinnig klug bist. Vielleicht glaubt er aber auch, dass er mir etwas schenkt. Er vertraut sich dir ja an. Wovon er weiß, dass ich es nicht verstehen werde. Nee, er fühlt sich gerade von dir verstanden. Meinst du? Natürlich, der denkt, du bist sein Counterpart. Deswegen schickt er dir das. Mir schickt er sowas nicht. Schickt er mir sowas, weil er glaubt, dass ich es verstehe und widerspreche oder weil er glaubt, dass ich ein Typ bin, der sagt, du hast recht? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob Winnetou ein I war. Ich weiß viele Dinge nicht. Ich schalte mich jetzt raus. Merkst du, ich will darüber nicht mehr reden. Lass uns ich will über das I-Wort reden und das Z-Wort und das N-Wort. Lass uns darüber reden. Oh ja, da haben wir schon Erfahrung mit. Das lief immer gut. Ja. Sagst du noch das I-Wort in voller Länge? Indianer? Ja. Ich bin da ganz bei meiner Bürgermeisterin Bettina Jarasch. Die hat das ja gesagt. Hast du es jetzt wirklich gesagt? Und ja, klar. Vorhin rausgesagt? Ja, Bettina hat es auch gesagt. Und ich bin bei meiner Bürgermeisterin.
Also ich bin eigentlich natürlich bei der Chefbürgermeisterin, ne? Aber Franziska Giffey hat noch nicht Indianer gesagt. Insofern, ich hast es jetzt schon wieder gesagt. Ja, weil ich Fan von Bettina Jarasch bin. Ich beziehe mich auf meine Bürgermeisterin und dann ist das safe. Und nur weil die Grünen das im Nachhinein rausgeschnitten haben, als sie gesagt hat, dass sie als Kind gerne Indianer war, da muss ich halt auch sagen, das Problem an dem Satz war ja nicht, dass sie gesagt hat, Indianer. Das Schlimme war, dass sie gesagt hat, dass sie nicht gesagt hat, ich wäre gern Indianerin gewesen. Das nehme ich einer grünen Bürgermeisterin übel. Das ist der Punkt, wo ich sage, da bin ich raus. So. Oder wolltest du über Innetu reden und das nicht sagen? Nee, ich finde es einfach nur gut, dass du gerade so performst. Das ist mir viel Arbeit. Gut, dass ich die Hälfte der Gage kriege für ein Viertel der Arbeit. Noch glaubst du dran? Im Vertrag steht an Geburtstagssendungen, die euch absichtlich so gelegt werden, dass sie an meinem Geburtstag stattfinden, nur ein Viertel der Gage für dich. Wie war dein Geburtstag bisher? Hast du gefeiert? Ja. Nein. Nein? Feierst du deinen Geburtstag? Warum sitzt sie hier? Um dich feiern zu lassen, natürlich. Ist doch auch schön. Ja, eben, also natürlich, das ist meine Form der Feier. Hast du, ich versuche jetzt krampfhaft ein Thema zu finden, hast du Probleme mit dem Älterwerden? Nein. Mit dem Jungbleiben? Nur mit der Unmöglichkeit. Angst vorm Tod? Nein, vorm Sterben. Also wirklich vorm Sterben mehr als vorm Tod? Ja, tatsächlich, vor so einem Sichtum, ja. Aber es kann ja auch im Leben passieren. Also mir passiert das gerade auf der Bühne. Ja, komm, das musste einmal musste sein. Wunderschön, ja. Darf auch mal eine Steilvorlage. Aber da appelliere ich als holistischer Psychologe an deine Ressourcen, mein lieber Freund. Aber geil, wie ich dich so langsam auf so ein Loch zuschubse und dann so putsch. Das schaffst du nicht. Das kriegst du gar nicht hin, das weißt du auch. Jetzt fangen wir aus Langeweile an uns gegenseitig. Du würdest doch dich niemals mit jemandem hier hinsetzen, der sich in ein Loch von dir schubst. Das muss ich jetzt mal sagen, das hatte ich übrigens vor, in der Pause. Ich wollte ein Loblied auf dich singen. Oh. Ja. Ich wollte mich bei dir bedanken dafür, dass du diese geniale Idee hattest vor etwa 2 Jahren, mich in deine Quarantäneshow einzuladen, die du ja damals wirklich sehr gewissenhaft fast jeden Tag gemacht hast. Und da haben wir uns ja besser kennengelernt, wir kannten uns vorher schon. Und daraus ist diese Idee entstanden, diesen Podcast zu machen. Und ich muss sagen, ich bin dir dankbar dafür, auch wenn ich dir das auch schon gesagt habe, das für mich nicht ewig so weitergehen soll, weil ich finde, wir haben sehr viel gesagt, wir haben sehr viele gute Dinge gesagt und irgendwann ist auch alles gesagt. Aber im Moment genieße ich das sehr und ich genieße die Gespräche mit dir auch sehr und ich muss sagen, besonders die wir machen, die wir haben, wenn wir uns nicht sehen. Also das ist jetzt kein Witz. Es ist anders, wenn wir uns sehen, weil wir dann auch als Performer auf der Bühne sitzen und irgendeine Form von Wettbewerb zwischen uns entsteht und wir sehr vorsichtig sein müssen, dass wir nicht gegeneinander agieren. Was wir aber, finde ich, immer besser lernen. In der ersten Episode war es noch mehr, in der zweiten war es ein bisschen. Mittlerweile, finde ich, ist es geht so. Also ab und zu mal, aber mittlerweile, das ist auch okay. Mittlerweile zeigt es sich nur darin, dass ein selbstgefälliges Arschloch rechts von dir anfängt, Geschenke auszupacken nein. Und die Länge ziehen will. Nee, das ist ja auch total okay, dass es so ist. Also ich finde, es muss auch bleiben, weil wir laden ja die Leute ein, nicht damit sie uns bei einem Podcast zuhören, sondern damit sie uns dabei zusehen, wie wir einen Podcast gemeinsam gestalten. Oder etwas, was nachher ein Podcast werden wird. Aber ich finde, was mich bereichert ist, schön, ne? Wie schnell das manchmal geht, ist, dass ich habe darüber wirklich nachgedacht, viel auch diese Woche und auch in der Woche davor, wo wir ein sehr intensives Gespräch hatten über unsere Kindheit, dass wir ja eigentlich eine öffentliche Beziehung führen. Also wir führen eine Teilzeitbeziehung, weil wir uns einmal die Woche hören. Und dann finde ich, ist es immer sehr intensiv, hinterlässt auch einen starken Eindruck, also es wirkt auch nach. Und dann entsteht auch eine Vorfreude. Also bei mir ist es so, dass ich mich wirklich auch freue immer auf diese Gespräche. Und wie gesagt, ich wollte da dieses Loblied einfach mal öffentlich auf dich singen, weil ich finde, und ich habe das Bedürfnis auch, dich da in Schutz zu nehmen, dass du viel zu häufig ungerechtigterweise angegriffen wirst. Für etwas, was ich sehr mutig finde, was ich manchmal aber auch kritisiere. Manchmal driftet es für mich auch ab ins Opportune, das sage ich dir aber auch. Aber ich bewundere und schätze sehr diesen öffentlichen Denkprozess und den Mut auch zu sagen, ich denke jetzt einfach erstmal und wie sich das entwickelt und ob ich nächste Woche das Gleiche denke, das weiß ich jetzt nicht. Und das ist etwas, was ich auch eben vor der Pause meinte, das brauchen wir. Und das ist auch unsere Verantwortung, das weiterzumachen. Und insofern herzlichen Glückwunsch, lieber Florian, und danke, dass du diese Arbeit machst.
mein Geschenk. Dankeschön. Muss man auch mal machen, oder? Ja, danke schön. Das freut mich sehr. Es ist ja tatsächlich durch diese Quarantäne-Show entstanden zwischen uns. Und damals habe ich irgendwie, mit der wir uns ja tatsächlich nicht sehr gut kannten, wir haben uns wenig gesehen vorher. Und einmal warst du bei mir in der Satire-Show zu Gast. Und dann kam ich auf die Idee und dachte, das könnte fruchtbar sein. Und dann haben wir das damals jede Woche gemacht. Und du warst damals der einzige Gast, der jede Woche dabei war. Und diese uralten Folgen stehen alle noch auf YouTube. Die kann man alle noch gucken. Seit März 2020. Jede einzelne Folge. Damals noch über Instagram. Der Ton ist nicht so geil, aber es klingt wirklich wie so ein Telefongespräch. Aber tatsächlich ist es interessant, weil wir sind ja auch, wir sind ja darin auch Zeitdiagnostiker. Und es geht ja auch um Datensammlung und es geht ja auch tatsächlich darum, zwei Leuten beim Denken zuzugucken, die nicht bei der Inflation ins Wanken geraten, sondern die einfach offen denken und offen kommunizieren. Das haben wir damals bei Instagram schon getan. Und deswegen ist es ja umso schöner, wenn man heute sagt, ja, damals habt ihr es aber ganz anders gesehen. Weil es geht, was das Wichtigste, glaube ich, ist, um Zeitzeugenschaft heute, wenn man auf einer Bühne sitzt. Und Zeitzeugenschaft heißt, sich in dem Moment, in dem es geboten ist, zu einer Position zu bekennen, zu einer Haltung zu bekennen, aber eine Haltung, die veränderbar ist. Und das finde ich eigentlich das Schöne am Haltungsbegriff, über den ja so viel diskutiert wird, der heute häufig gesehen wird als etwas, man macht etwas mit Haltung. Und meistens habe ich den Eindruck, Leute, die davon sprechen, dass sie etwas mit Haltung tun, tun es häufig mit Ideologie und tun es häufig mit Dogmatismus, ne? Und sind sich sicher, dass sie die Dinge schon immer so gesehen haben, dass das die einzige Sichtweise ist, dass man es nur so sehen kann und schreiben sich selbst oder einem Lager zu oder schreiben oder überschreiben das eigene Denken dem Lager, von dem sie glauben, dass sie davon unterstützt werden wollen oder dass sie es verdient haben, davon unterstützt zu werden. Und dadurch wird Haltung zu etwas, was es eigentlich gar nicht ist. Weil Haltung zu haben, heißt ja eigentlich, die Möglichkeit zu haben, Haltung auch zu verändern. So wie man sich in einem Raum, in dem man mit einer anderen Person ist, weit wegstellen kann, von der Person näher rangehen kann, sich den Rücken zudrehen kann. Das sind ja alles Haltungen, die man entwickeln kann. Und das sind veränderbare Haltungen, die heute so sind, morgen anders, je nach Stimmung, je nach Denken, je nach Weltlage. Und so versuchen wir auch, Haltungen zu finden, die aber veränderbar sind. Und wenn man viel von dem findet, was wir mal gesagt haben, wovon man heute sagt, das ist nicht mehr haltbar, dann ist das nichts, was gegen dich oder gegen mich spricht, sondern dann spricht das hoffentlich dafür, dass wir uns mit der Zeit, manchmal auch gegen die Zeit, entwickelt haben und versuchen, auf Augenhöhe mit den Geschehnissen der Gegenwart zu sein. Und das ist eigentlich für mich Haltung, nicht dogmatisch zu werden. Ja, das ist für mich anders. Und ich muss sagen, ich habe das auch jetzt in diesem Feldversuch, den wir beide machen, gelernt und auch dabei herausgefunden, wo für mich die Grenze ist. Weil ich bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, meine Gedanken nicht so schnell öffentlich ausgetragen habe, weil ich zum einen aus einem sehr klassischen Rollenverständnis komme, also sehr deutlich und genau unterschieden haben möchte, was die Rolle ist und was ich bin, und zum anderen, weil ich mit der Gewalt, die die Reaktion manchmal hat, die unmittelbare Reaktion auf etwas hat, was ich selbst noch nicht durchstudiert habe, nicht gerecht umgehen kann und mich vielleicht sogar manchmal ungerecht behandelt fühle und dann wiederum eine sehr schnelle Reaktion bringe, die ich vielleicht sogar bereue. Und wir sind ja da durch verschiedene Stadien gegangen und wir haben ja in gemeinsamer Arbeit gelernt, mit dem umzugehen, was unsere Arbeit bewirkt. Ich erinnere nur an unsere erste Folge, wo wir ja noch komplett in diesem anderen Modus waren. Zwei Freunde treffen sich abends und trinken einen und reden über Gott und die Welt. Und dann kam wirklich dieser Tsunami und die Folgereaktionen, die uns ja fast eingeschüchtert haben, weil wir in unserem Verständnis überhaupt nicht so geredet haben, wie man uns das unterstellt hat, sondern wir waren immer noch auf der Demarkationslinie zwischen Kabarettist, Satiriker und ganz wenig Privatperson auch noch. Und als das so verwischt war und wir festgestellt haben, okay, das ist ein ganz anderes Medium, in dem wir uns hier bewegen, hat auch ein sehr fruchtbarer Lernprozess begonnen, der wiederum
auch in die Arbeit auf der Bühne einwirkt und zum Beispiel auch mein Verständnis von Rollen verändert hat und meine Verantwortung für das, was meine Rolle sagt, auch erweitert hat. Und das ist ein Prozess, der entstanden ist in dieser Zusammenarbeit. Ich hätte früher anders gesprochen. Ich hätte früher sehr schnell gesagt, das ist die Rolle, das bin ich und ich kann nicht verantwortlich gemacht werden für das, was die Rolle sagt. Aber heute weiß ich, dass ich auch verantwortlich bin für das, was die Rolle bewirkt, weil ein großer Teil von mir darin enthalten ist und ich mich nicht ausklammern kann. Und ja, das sind schöne Prozesse. Und trotzdem ist es so, dass gerade in den letzten Monaten unserer Zusammenarbeit ja auch immer wieder Kontroversen entstanden sind. Und dass wir versucht haben, wiederzuspiegeln, wie kontrovers es auch in uns ist und zwischen uns sein kann. Und wie ich finde, haben wir dann auch immer wieder geschafft, deutlich zu machen, dass das ein Gespräch ist und kein Kampf, den wir führen. Und dass unser Austausch freundschaftlich bleiben kann, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und ich finde, das ist das Wertvollste, auch was ich gelernt habe, aber auch versuche immer wieder zu vermitteln an diesen Abenden oder in den Morgenstunden, wenn wir uns sprechen, dass es sich lohnt, diese Diskurse zu führen und dass es darüber hinaus nicht nur lohnenswert ist, sondern auch sehr, sehr wichtig ist für uns, aber auch für die Menschen, die uns hören. Und diese Reaktionen, die du bekommst, sind ja Ausdruck einer Zuneigung, die wir erzeugen. Und wir bekommen übrigens sehr viele Briefe von Menschen, und Briefe sind immer ganz anders als Einträge im Internet. Einträge im Internet sind sehr oft negativ und impulsiv und auch sehr verletzend und auch sehr ungerecht, weil sie eine Oberfläche wahrnehmen, die so nicht real ist. Unter dieser Oberfläche ist noch ganz viel anderes. Da ist zwischen uns Schwingung, da sind zwischen uns Gespräche, Atmosphäre, Austausch, Inhalt. All das fehlt in dem Moment, wo man nur dieses kurze Abbild dieses Gesprächs nimmt, um es zum Anlass zu nehmen, um selbst etwas dazu zu sagen. Aber die Menschen, die dann uns schreiben, und das spürst du in diesen Briefen, ich habe dir letztes Mal einen ganzen Karton mitgebracht, die geben sich sehr viel Mühe, uns zu verstehen, weil sie von uns verstanden werden. Und das ist zum Beispiel das, was ich auch eben vor der Pause meinte. Ich kämpfe mittlerweile darum und deswegen halte ich auch an dieser Idee fest und sage trotzdem, es ist eine vergängliche Idee, dass wir diesen Impuls aufrechthalten und dass wir trotz allem Humor, den wir behalten müssen und der Leichtigkeit, deswegen sage ich, ist das total okay, dass mal du mich vor den Bus schubst und ich dich vor den Bus schubse, solange wir das auf einer spielerischen Ebene beibehalten. Diese Leichtigkeit, die müssen wir eigentlich zelebrieren in den Momenten, in denen auch die Menschen hier hinkommen und uns dieses Vertrauen entgegenbringen, das mitzumachen. Und deswegen müssen wir eigentlich auch den Zuschauern dankbar sein, die heute hier sind. Es sind wahrscheinlich über 300 Leute. Ich frage mich, warum. Weil ich würde nie zu so einer Veranstaltung gehen. Aber es ist toll. Also es ist Ausdruck einer großen Zuneigung und eines Erfolgs, den wir erfahren. Wir haben in den letzten beiden Wochen, das muss man hier mal erwähnen und zugleich sich auch beschweren, in einer Woche über 60.000, 70.000 Klicks gehabt auf YouTube. Das ist heute eine Währung. Wenn man Spotify noch dazu zählt, die ARD-Mediathek, sind wir bei fast 200.000 Klicks pro Woche. Das ist eine veritable Quote, die wir damit haben. Und trotzdem, das ist jetzt das, worüber ich mich gerne beschweren würde, und zwar beim RBB direkt, ja, tauchen wir nie in irgendwelchen Charts auf, weil man nämlich im Vergleich zu anderen Scheiß-Podcasts von Lanz und Precht und Klaas und sonst wem, irgendwelchen Wichsern, die belanglose Scheiße erzählen, unsere Zahlen nicht zusammengerechnet werden und wir auf Platz 67 landen, während selbst Apokalypse und Kaffeescheiße immer auf 3 ist. Und jetzt frage ich Sie, manipulativ wie ich bin, ja, finden Sie das gerecht? Ist das die Welt, in der Sie leben wollen, meine Damen und Herren? Und lass es mich abschließen mit einem klassischen Kabarettsatz. Darüber sollten Sie mal nachdenken. Ich wollte dir übrigens ein Buch von Lisa Fitz schenken. Ja? Ja. Oh, hat die ein neues? Nee. Nee? Ich wollte dir ein uraltes schenken. Echt? Hat die jemals eins geschrieben? Weiß ich nicht. Aber du hast es schon gekauft? Nein, ich habe es in der Schachtel gelassen. Ach so. Kam die Bestellung? Ich wollte das Wort Schachtel in unmittelbarer Nähe zu Lisa Fitz sagen, ohne dass ich es in Zusammenhang bringe. Gut, dass du das darfst. Ich darf es nicht mehr. Ich habe aber nicht sie gemeint, das ist ja klar, ne? Nee, klar.
Gab es da noch ein Nachspiel? Doch, die war in so einem Rubicon oder so, ne? Ja, Lisa Fitz, genau, also mir geht's wahnsinnig schlecht, muss ich sagen, weil... du ein Verräter bist. Ja, ich habe ja die Karriere von Lisa Fitz auf dem Gewissen. Ne? Meine auch. Ja, aber du bist ja noch nicht da, wo Lisa Fitz schon war. Ich werde auch bei dir nie eingeladen, um Stand-Ups zu spielen, die nachher gekürzt werden. Deswegen werde ich auch nicht eingeladen, weil die gekürzt werden müssen. Faulheit. Das weiß ich nicht. Du wirst auch bei mir in der blauen Stunde nie eingeladen. Nee, das will ich auch gar nicht. Du laberst mir da zu viel. Ja, ich weiß. Ich nehme dir zu viel Redezeit. Ne? Aber wenn ich mal rausfliege beim RBB, wirst du meine Sendung kriegen, das schwöre ich dir. Ich? Ja, weil du bist eine Hyäne. Das weiß ich. Du stehst da jeden Morgen und sagst, hier, Sonntag, ich würde mich anbieten, würde ich machen. So ist es, ja. Aber besser du als Stefan Niggemeier. Ja, aber es sind noch andere Sendeplätze vor dir, die mich reizen würden. Welche? Eigentlich alle. Okay. Hast du doch schon fast. Nein, es gibt ein paar, die habe ich noch nicht. Also für Sendeplätze wäre ich aber dankbar, wenn du sie übernimmst. Ich hätte gerne ein paar Sendeplätze bei Radio 1 von Sendungen zum Beispiel. Ich hätte gerne die Fußballsendung. Das würde mich wahnsinnig interessieren, weil ich möchte einfach mal eine Fußballsendung. Boah, das wäre die geilste Fußballsendung ever. Ich möchte einfach mal eine Sendung, wo ich einfach gar keine Ahnung hast habe. Das werden wirkliche Proteststürme. Wenn du als jemand, der wie ich keine Ahnung hast von Fußball und dann moderierst du eine Fußballsendung. Lass uns doch jetzt mal über Fußball dann sprechen in der Sendung. Das ist der Tod. Was sagst du denn jetzt dazu, dass... Lass mich zu Ende sagen. So. Weil wenn du im Sport irgendwo sitzt und einen Mini-Fehler machst, da gibt es gar keine Toleranz. Ich habe am Anfang meiner Karriere den Fehler gemacht, aufzutreten bei, erinnerst du dich an die Versuche von Fußball-Comedy während der Fußball-WM und EM? Damals gab es eine Sendung im ZDF, die hieß Nachgetreten. Und kein Witz. Dafür musst du erstmal einen Redakteur bezahlen. Ne? Ja. Genau, ich weiß sogar welcher. Und die Sendung hieß Nachgetreten und das wurde damals moderiert, unmittelbar nach den Spielen, das wurde moderiert von Ingolf Lück. Ingolf Lück. Und dann gab es so ein klassisches Panel, wie bei Genial daneben und anderen Sendungen. Und dann saßen immer zwei, drei drin. Du auch? Ich war auch mal da und da saßen immer zwei, drei drin, die wirklich auch Ahnung hatten von Fußball und der Rest wurde so zusammengecastet, wie immer halt in der Comedy-Welt. Am Ende saß halt Mirja Böß da und wenn die nicht konnte, kam dann ich. Ach, das ist ein Thema, wollte ich mit dir drüber sprechen. Pass auf, und unter anderem da saß damals noch regelmäßig als Gast da in Baggy Jeans und galt damals im Comedy-Markt als schwer vermittelbar. Dieter Nuhr? Nein, Olli Welke, kein Witz. Schwer vermittelbar, stimmt ja. Und damals war Nachgetreten und dann haben wir da Witze über Fußballspiele gemacht und es gab solchen Hass. Ja, klar. Weil Fußball natürlich ein Thema ist, über das man sich nie lustig machen darf. Nee. Weil entweder du liebst es und du bist mit der größtmöglichen Begeisterung dabei und dann verstehst du da keinen Spaß. Was weißt du denn? Oder es ist dir egal und dann guckst du es nicht. Also man kann nur Fernsehverantwortlichen an der Stelle, die uns natürlich auch hören und gucken, sagen... Bitte macht niemals wieder eine Fußball-Comedy-Sendung. Es ist der Untergang. Und dann ladet ihr euch bitte niemanden ein, der auch noch keine Ahnung davon hat, weil der rettet es auch nicht. Und das war ich damals. Ja, es gab ja diverse Sendungen, in denen das... Waldis EM-Club. Waldi, es gab auch eine mal mit so einem übergewichtigen Comedian, dessen Namen ich vergessen habe. Auf jeden Fall, der da auch ziemlich in die Scheiße getreten ist. Was weißt du denn so von Fußball? Weißt du, wer jetzt gerade Tabellenführer ist? Ja, Borussia Mönchengladbach. Ja, ja, das ist gut. Das ist gut, dass du es sagst. Ja. Bravo. Ist richtig, oder? Ja, natürlich. Natürlich weiß ich das. Auf jeden Fall. Sehr gut. Das natürlich. Ja. Ja, natürlich weiß ich das. Wer war denn letztes Jahr Meister? Ist doch klar, dass ich das weiß. Wer war denn letztes Jahr Meister? Entschuldigung, ich bin auf dem Laufenden. Wer war denn letztes Jahr Meister? An wen habe ich gedacht? Wer war letztes Jahr Meister? An wen habe ich gedacht, als ich gehört habe, dass Borussia Dortmund... Nein! An wen habe ich gedacht? An... Als ich gehört habe, dass Borussia Dortmund nicht mehr Erster, sondern Borussia Mönchengladbach Erster ist, an den Führer so Mundschuh, weil er Fan ist von Borussia Mönchengladbach. Genau. Und darf ich dir unsere Hymne... Du bist so ein Fan von Borussia Mönchengladbach. Darf ich unsere Hymne vorsingen? Jedes Mal, wenn ich Mönchengladbach höre, denke ich nicht an diese wirklich hässlichste Stadt Deutschlands. Ja, aber das schönste abgrundtief Stadion, das schönste hässlichste Stadt. Ja. Wirklich, also du fährst da rein und denkst wirklich, bring mich zurück nach Baden-Baden, denkst du. Ja, es ist so, es ist so. Ja. Aber das ist der Lauf der Dinge. Manche Frauen haben auch sehr hässliche Männer und lieben sie trotzdem. Das geht. Das kann in der Regel keine Liebe sein. Das ist aber meistens Geldgeilheit. Darf ich unsere Hymne mal vorsingen? Weil ich würde gerne meine Hymne mal vorsingen. Nee, du willst einfach was singen. Ja.
Ja, wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein. Borussia Mönchengladbach, du bist unser Verein. Ist doch schöner als You never walk alone. Das ist von Olaf Scholz, das kenne ich. Das ist sein Song. Oder wie es Kölle Alas. Das ist ja sowieso der Schlimmste. Aber Borussia Dortmund-Hymne ist ja auch grauenhaft. In Berlin, Hertha BSC Berlin. Haben die überhaupt eine Hymne? Frank Zander singt die, Alter. Frank Zander. Ehrlich? Ja. Nein. So heißen Fische normalerweise. Ich hätte gedacht. Der stinkt nur so. Die singen. Oh, der hat bei mir jetzt gedauert. Ja, ich dachte, die hätten hier was gesungen von Harald Juncker oder so. Nein. Das hätte ich eigentlich. Eisern Union! Gibt's auch. Scheiße, Eisern Union. Immer verlieren wir gegen die. Immer gegen Union. Jetzt immer plötzlich. Ich mag nicht Union. Union hasse ich. Kennst du Union? Weißt du, was Union ist? Das ist der Propeller unter den Fußballmannschaften. Weißt du, pass auf, ist passiert. Was war das denn? Das tut mir jetzt leid. Ich würde dazu so gerne eine Geschichte erzählen, aber ich kann sie nicht erzählen, sie ist leider zu privat, aber es gibt eine tolle Warum? Das ist so schön. Kannst du nicht erzählen? Es gibt Sachen, die kannst du nicht erzählen. Wenn du das machst, mag ich es plötzlich. Was sagst du? Du hast auch diesen Blick, du machst so exakt diesen Blick. Natürlich. Ich pass auf. Wann kommt der Witz? Wann kommt der endlich? Warte. Wenn er sich selbst beschwichtigt, so. Warte. Was glaubst du nicht? Nein. Sag's jetzt! Ja, warte. Ich sag dir das, ist so. Weißt du, was das ist? Es ist, als würde die ganze Zeit dir einer mit so Stahlnägeln an den Eiern krabbeln. Genau so. Aber Entschuldigung, ich hab's unterbrochen. Was sagt dann eine Frau, die Mario Barth ertragen muss? Was krabbelt dann? Das ist ein Thema. Das ist nicht unser Thema. Nein, Radio 1, ne? Nein, nicht Radio Schwanz. Warte. Ich sag dir das. Der Dieter, vor allem, muss ich wissen, erzähle ich jetzt mal hinter Kulissen. Ich habe neulich mal, war ich zu Gast in der Sendung, soll ich erzählen, wo ich war? Weißt du, was auf diesem Button steht? Das passt so geil gerade. Lies das vor. Ich habe heute Geburtstag, alle müssen nett zu mir sein. Ja. Und soll ich mal was sagen? Weißt du was? Das hier ist mir geschenkt worden. Ja, und zwar, ich sag's mal vorsichtig, aus dem privaten Umfeld. Und mein privates Umfeld ist nicht groß. Denn sonst säße ich an meinem Geburtstag nicht für Radio 1 im Tippi am Kanzleramt, um mich danach mit einem Türken zusammen zu besaufen, damit ich nicht merke, dass ich keine Freunde habe. Deshalb sitze ich hier. Aber was hat die Körpergröße deines privaten Umfelds damit zu tun, dass wir heute hier einen Podcast haben? Und pass auf, dieses Ding hier, ich habe das ja bewusst so buchen lassen, damit ich wenigstens irgendwo im Mittelpunkt stehen kann. Und deswegen habe ich mir die letzten Menschen, die mir geblieben sind, haben mir das hier geschenkt, damit einmal, und es ist wirklich ernst gemeint, ich habe heute Geburtstag, alle müssen nett zu mir sein, damit man es mal ist. Weil, weißt du, zu mir ist niemand nett. Aber ist auch egal. Ich möchte jetzt die Geschichte erzählen. Ich habe eine Sendung produziert, da war ich auch mit Mario Barth zusammen. Soll ich erzählen? Ich erzähle die Geschichte. Ich will aber noch mit dir über die Ukraine sprechen. Ja, gerne. Können wir gleich machen, zum Schluss. Zum Schluss so als als Rausschmeißer, lockerer Rausschmeißer. Ja? Machen wir gleich als lockerer Rausschmeißer, freue ich mich drauf. Also, pass auf. Ich hätte dir zum Geburtstag edle Tropfen schenken sollen. Schalt mir jetzt ein. Das wäre eine super Andeutung gewesen. Das wäre super gewesen. Und dann hätte ich gedacht, Mensch, dass du auch Praxis Bülow-Bogen noch kennst. Ja. Scheiße. Ja. Entschuldige, bitte, du bist wieder dran. Ich wollte nur kurz die Geschichte erzählen. Ich saß noch so neulich. Nur kurz, ja. Warte, ich werde eine Geschichte über mich, wird nicht kurz. Das ist auch typisch, dass er so macht. Pass auf, da saß ich also mit Mario Barth, saß ich bei
Sieben Tage, sieben Köpfe. Oh Gott, das ist ja so wie ich bei Stern-TV. Ja, jeder hat seine dunklen Seiten und seine Abgründe. Also, ich ging also ins Privatfernsehen, weil ich dachte, schadet nicht und hat auch nicht, aber hat auch nichts gemacht. Also, auf jeden Fall saß ich bei Sieben Tage, sieben Köpfe mit und da war Mario Barth in der Produktion. Und der war halt geil, weil, weißt du. Und dann die Sendung, muss man sagen, wir haben, ich glaube, 3 Stunden aufgezeichnet, und also noch länger als Inas Nacht. Und am Ende kamen 45 Minuten dabei raus. Und das lag vor allem daran, dass Mario Barth, also man gibt ja so kurze Antworten, die dann auf Pointe sind. Und da gibt es Leute, die bringen ihre eigenen Sachen mit. Ich, andere lassen sich irgendwas von Autoren schreiben. Beide Gruppen sind aber relativ kurz in den Antworten, so wie es für die Sendung vorgesehen ist. Punchline, Punchline, Punchline. Dann gibt es aber die Kategorie, ich komme. Und ich bin bei 7 Tage, 7 Köpfe. Weißt du, was ich mache? Mein Programm. Oh, oh. Und pass auf, da lief das wirklich so. Frage, Guido Kanz, damals Moderator, man erinnert sich vielleicht, sagte, ja Mario, was sagst denn jetzt du zur Frauenquotenforderung von Robert Habeck? Warte, sag ich was, Frauenquote, warte, kennst du Frauen? Kennst du Frauenquote? Kenn ich aus dem Fernsehen, Frauen kenne ich von zu Hause. Meine Freundin zum Beispiel, weißt du, wenn die Fernsehen guckt, weißt du, die kriegt immer, die guckt Sachen, weißt du, was die guckt? Ich sag dir, was die guckt, die sagt dir, was die guckt. Ich sag, pass auf, ich erzähl dir nicht, ich erzähl dir was die guckt. Publikum johlt, 6 Minuten Stand-up am Stück in einer Sendung, in der du 2 Sätze hast, wo auch im Skript nur 2 Sätze stehen, kein Wort zur Frauenquote und zu Robert Habeck nicht, weil man nicht wusste, wer das ist, aber eine Geschichte von der Frau zu Hause, du Schwein. So macht man das. Übrigens, so macht man das, übrigens, wenn man Zeit findet. Die letzte, auch sehr gute Mario Barth-Parodie habe ich bei Oliver Pocher gesehen. Das war zur Fußball-WM. Wir hatten uns verabredet zum Fußball gucken und er stand in Deutschland-Trikot vor mir, barfuß, und hat wirklich, ich glaube, eine Viertelstunde Mario Barth performt. Es war wirklich sehr lustig. Also ja. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass er Talent hat. Ja. Und irgendwie ist das aber auch wirklich etwas, woran man sich festhalten kann. Ja. Dieser Typ ist ein unerschöpflicher Quell an Inspiration. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Nee, warte. Nicht Oliver Pocher, nee, Mario Barth. Ja. Ich wollte, bevor du zum anderen Thema kommst, ich habe eine Bitte. Nee, das ist gar nicht so weit weg, das andere Thema. Nein, ich will eine Bitte. Eine Bitte, die ist mir wirklich wichtig. Und deswegen möchte ich auch, dass sie aufgezeichnet wird und bei YouTube rausgeschnitten wird. Ja. Wenn ich jemals mich privat mit dir zum Fußball verabreden sollte, ja, und dann für dich privat, ja, 15 Minuten Mario Barth parodiere, ja, haust du mir dann eine runter? Nö, nein. Doch. Wenn die ich Parodie jemals, gut ist, nein. Nein, wenn ich jemals mich mit dir treffe, um dir erstmal zu zeigen, was ich offenbar sonst nirgendwo zeigen kann, weswegen ich es privat mache, bitte, bitte, hau mir einfach eine runter, ob du es verstehst. Ach, das ist gemein, das ist ja hinterhältig. Und nee, bitte an mich. An deinem Geburtstag, komm, jetzt sei mal versöhnlich. Du hast gesagt, du hast zum ersten Mal gesehen, dass der Talent hat. Ja, aber das war ja ironisch, du hast es jetzt ernst gemacht. Nein, es war auch ironisch. Pass auf, ich habe Folgendes alles gemacht. Alles ist ironisch, ich habe Folgendes gemacht. Alles, außer Diskussion über die Ukraine. Ich habe diese Woche tatsächlich versucht, mich zu überwinden. Und es hat mich Überwindung gekostet, muss ich auch ehrlich zugeben. Mir am Stück Stand-ups von Kollegen angeguckt. Ja? Ja. Und zwar bei YouTube habe ich nicht auf Abbrechen gedrückt, sondern dann geht ja diese Uhr weiter und dann kommt direkt das nächste Video. Mhm. Wenn und ich bin einfach dran geblieben. Ja, ja. Und ich bin einfach dran geblieben. Und? Das Namen! Namen! Also, pass auf. Also ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, weil ich das viel schlimmer in Erinnerung hatte. Ja. Das war mein erster Eindruck. Ich dachte so, ach, so schlimm ist das doch nicht. Ja. Aber der zweite Gedanke war, aber lustig ist es immer noch nicht. Ja. Es ging los mit einem sehr guten Stand-up von, nach wem hatte ich eigentlich gegoogelt? Nein, ich weiß wer. Wilfried Schmickler, mein guter Freund, den müssen wir unbedingt grüßen hier. Wilfried Schmickler, großartiger Kabarettist, hat einen wunderbaren Stand-up gespielt in den Mitternachtsspitzen, die moderiert werden mittlerweile von Christoph Sieber, der auch übrigens ein ganz geschätzter, wunderbarer, ja, Kollege ist und diese Sendung mittlerweile zu neuem Leben erweckt hat, wie ich finde. Und Wilfried Schmickler hat zu Ende gespielt und dann ging es rüber zu Sebastian Puffpaffs Happy Hour.
War auch gut. Gibt's ja gar nicht mehr. Nee, aber das war ein Alter, das wird ja so ein bisschen unchronologisch. Das weiß gemischt. YouTube natürlich nicht. War ein sehr guter Stand-up auch. Und dann kam aber schon das Berliner Humorfestival aus dem Wühlmäuse. Palim, palim. Palim, palim. Genau. Ich weiß gar nicht, warum das Berliner Comedy-Kulturfestival, was ist das? Ja, im richtigen Moment hat die Haller vorne gesagt, Frau Schlesinger, ich zahle am meisten hier. Ich habe auch gesehen, über Gender-Debatte sprechen im Schlosspark. Palim, palim, Gender. Hast du mal seinen jüngsten Sohn gesehen? Für die Mohrenstraße gegen das Gender. Hast du mal seinen jüngsten Sohn gesehen? Ja, klar. Der sieht ja genauso aus. Ja, auch genauso alt. Ne? Also auch den habe ich gesehen und jetzt kommt's. Und es ist wirklich so. Und es ist wirklich, darf ich noch was zwischendurch erzählen, wenn wir schon ein Branchengespräch machen? Nee. Hallervorne ist wirklich auch live, genauso. Freue mich, Sie zu sehen. Also, dann ging es weiter mit Emilia Böß. Dann kam Paul Panzer. Das war schon hart. Und bevor dann noch Mario Barth kam, habe ich ausgemacht. Also ich habe es nicht ausgehalten. Es war so, dass ich merkte, ich bin jetzt auf einer Rampe. Und es ging wirklich steil in Richtung Mario Barth. Und ich habe überlegt, bevor ich jetzt wirklich ein Stand-up von Mario Barth mir angucke, richte ich mich lieber selbst hin. Und habe das Ding zugeklappt und nie mehr wieder aufgemacht seitdem. Weil ich befürchte, wenn ich es aufmache, dass dann Mario Barth kommt. Automatisch. Und dann so spricht wie du. Sagt, kennt ihr hier Propeller? Ist vorbei. Aber es ist interessant, wie viele Leute sich Mühe geben. Also es ist wirklich interessant. Da ist ein Bataillon von Humoristen unterwegs, die sich ernsthaft Mühe geben und auch ihr Ziel erreichen. Die Leute lachen drüber. Mhm. Also man sieht begeisterte Zuschauer in den Wühlmäusen so. Und am besten ist, dass die gar nicht merken, dass das immer so nach Schema F abläuft. Das Geilste ist immer, die stehen dann hier vorne. Dann reden die mit den Zuschauern. Machst du das auch? Seid ihr ein Paar? Ne? Seid ihr ein Paar? Und dann hörst du die Leute nie. Die sagen dann meistens, nö. Ah ja, ihr seid ein Paar, ne? Und du mit der Alten, ist das nicht deine Mutter? Da kommen so ganz komische, despektierliche Witze. Und immer die gleiche Scheiße und dann beziehen die sich den ganzen Stand-up auf die beiden Leute da vorne, bis denen Blut aus den Augen fließt. Und dann auch das Geilste immer, das hatten wir aber schon, ne? Auf die Bühne kommen und sagen, ah, danke, danke, so als hätten sie es nicht erwartet. Alter, du bist bei einer Fernsehaufzeichnung, die Leute sind getriggert und bezahlt, um zu klatschen, dass du Ficker auf die Bühne kommst, weil sie dich sonst höchst unlustig finden. Danke, 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 ah, 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 ah. Fick dich, Hurensohn. Mach doch mal ein Programm drüber. Ja, und dann das Allerbeste ist dann immer. Du machst gerade einen neuen Stand-up, habe ich das Gefühl. Ja, den hatte ich schon vor 10 Jahren. Und dann die Anspielung auf die Stadt. Berlin oder Köln oder hallo Köln, Köln, seid ihr gut drauf? Nein! Wir sind scheiße drauf! Ja, es ist grauenhaft. Ja. Weil wir deine Hackfresse sehen, sind wir richtig scheiße. Ich schrei mich heiser gleich vor Wut. Musste kurz was machen, um mich abzulenken. Du musst wieder auf Tour gehen. Boah, ich gehe wieder auf Tour. Ja? Ja. Ich auch. Wo bist du als nächstes? Lass Werbung machen. Ich bin jetzt in Kiel, in Hamburg, aber bis dahin ist noch nicht hochgeladen. Dann das Video, wo bin ich denn dann? Dann bin ich noch in Frankfurt und dann bin ich noch irgendwo. Also Berlin, Anfang Oktober, komme ich raus, sage ich hallo Berlin! Hallo Berlin! Seid ihr gut drauf! Ja, seid ihr gut drauf! Im Olympiastadion, sage ich dann. Und dann sage ich, ach nee, ist ja nur Wühlmäuse. So komme ich raus, immer direkt den Hausherrn parodieren. Super. Ich fahre in die humorloseste Stadt der Welt. Rate wohin. Welche Stadt die humorloseste ist? Schwere der Baustelle. Der Welt? Schwere Baustelle. Schwere Baustelle. Ankara. Nein. Nein. Ich dachte. Aber, kleiner Tipp. Ja. Könnte auch türkisch sein. Kleiner Tipp. Warte, darf ich tippen? Darf ich raten? Könnte auch türkisch sein. Die Humorlos ist ja noch ein schwierigstes Gebiet. Könnte türkisch sein. Ah, oh, warte. Neuer Tipp? Na. München? Na. Nürnberg? Geschossen. Wien? Wien. Wirklich? Habe ich super Erfahrungen gemacht. Wien ist hart, ja, weil du ja Parodist bist. Nein. Du bist doch Parodist. Weiß ich nicht. Doch, haben wir ja gemerkt. Habe ich gar nicht gemerkt. Also Parodist ist wenigstens deutsch. Ich gehe da ja hin und bin irgendwas zwischen deutsch-türkisch und auch nicht Kabarettist und gar nichts und habe auch kein Programm. Und dann sind die sauer.
Also ich bin Betrüger, das stimmt. Ja. Aber das muss ich mir von Wienern nicht vorwerfen lassen. Die davon leben. Die hätten wir fast in Grund und Boden zerfickt. Stell dir vor, ich wäre nicht als Kabarettist gekommen, sondern als Sultan Süleyman. Da wäre Schluss mit lustig. Ja. Also sie sollen gefälligst dankbar sein für Croissant, für Kaffee, für alles, was wir denen dagelassen haben, damit sie wenigstens ein bisschen Kultur haben. Aber das Einzige, was den Österreichern einfällt, ist Heil Hitler. Ja? Und dann sagen sie, nee, ich habe mich versprochen, wir sind ja neutral. Wir haben mit dem Hitler aber nichts zu tun, das war alles deutsch. Das sagen wir so, das ist auch, das gehört dazu. Das gehört. War so eine schreckliche Zeit, da waren wir in Österreich ganz abgeschnitten von der ganzen Welt. Weil das war so, der Hitler, der war schon ein komischer Typ irgendwie, oder? Der war so Leerwand. Nee, Leerwand ist ja gut. Was? Leerwand ist gut. Leerwand ist ja gut. Das ist Leerwand. In Wien hast du das Problem, dass die Leute immer alles sagen und die reden sich auch so schön raus. Ne? Ich hab so eine geile Hans-Moser-Stimme, ne? Ja, so ein bisschen. Wolltest du noch ein bisschen was reden mit mir, Herr Schröder? In Wien reden sie sich immer raus, weil sie sagen, weißt du, das war der Schmäh. Also in Wien sagen sie auch, in Wien ist es ein ganz normales Schimpfwort, wenn du zum Beispiel zu einem Fremden sagst, bist du behindert? Ja, das würden wir in Deutschland nicht sagen. Nein. Aber in Wien sagen sie das wirklich. Das ist ganz normal. Das sagen wir in Wien, das ist... Und da sagen sie einfach, bist du behindert? Und es wundert sich keiner. Und da sagen sie, das ist unsere Direktheit. Kennst du das schönste Wort im Österreichischen? Schirch. Das habe ich auch schon gehört. Schirch, das ist Schirch. Was heißt denn da? Das heißt so, es ist irgendwie gut und schlecht. Gleichzeitig ist es Schirch. Ich weiß nicht, das ist sowas dazwischen. Das Schirch. Ich mag das. Hässlich. Der Deutsche würde sagen hässlich, aber das ist für einen Wiener ist das zu wenig. Schirch muss immer so ein bisschen so eine Farbe von Unterton von depressiv haben. Passt? Ich rede eigentlich über Österreich. Über Österreich kann man eigentlich heute nur noch sprechen, indem man sagt... Heil Hitler. Ja, nein. Was sonst? Nein, die das werden die Österreicher mir nächste Woche aufs Brot schmieren. Ja, gut so. Wenn ich da ankomme, stehen die mit Torpedos und Flakgeschützen vor der Tür. Da, der Türk, dem geben wir es jetzt einmal so richtig zurück. Du musst... Nee, das war jetzt niederbayerisch. So richtig heute, zurück. Du darfst heute über Österreich nur noch sprechen, indem du sagst. Lisa Eckert? Die Juden... Hello. Die Juden, aber auch die anderen. Das macht mich gerade ein bisschen an. Naja. Ich wusste das. Das Mikrofon ist ausgeschaltet. Mach's mal auf. Das Mikrofon ist ausgeschaltet. Und es gibt Ärger. Nein. Der Schröder, der Schleimscheißer mit offenem Hemd. Das ist mir wurscht. Sieh doch die Schuhe lieber aus. Sieh doch die Schuhe noch mal aus, Spatzel. So aus Provokation. Spatzel, das gehört zur Kunst. Also. Das Original hat bei Dieter nur auch immer tiefe Ausschnitte. Und deswegen brauche ich das auch, während ich lange Sätze spreche. Glaubst du, dass auch in ein Buch. Glaubst du, dass die Russen jetzt zurückschlagen unterbrechen werden? Unterbrechen Sie mich nicht. Also. Ich spreche aus und entferne jetzt die Krawatte und sage dabei die... Oh nein, da distanziere ich mich. Und das die Indianer. Gar nicht. Mit so einer Nazi-Braut die auf Indianer. Der Bühne. Oh Gott, jetzt sagt er... Oh Gott, nein. Und die Juden. Und wenn also sie mich ausladen wollen, dann können sie das machen. La, la, la. Ich werde trotzdem. La, 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 la. Kommen. Und wenn sie das Kommen falsch verstehen, weil das nur die Schwarzen tun, dann haben sie Pech gehabt. Ein bisschen Spaß muss sein. Denn auch ich bin schon gekommen. Und wie, wenn sie wüssten, wie ich komme am Telefon. War meine Erika Berger-Parodie gut? Ja, oder? Super. Ja. Ich mache
Erika Berger, seit ich 25 Jahre alt bin. Florian. Seit ihr am Telefon saß. Florian, bitte sag diese ganzen Sachen nie mehr wieder in meiner Gegenwart. Ich bitte dich, mach das nie mehr wieder, weil warum? Du kriegst das nicht ab, ich krieg das ab. Wieso? Weil du danach, wenn ich das sage, immer so schwitzt und dann sagen sie, er schwitzt, der hat ein schlechtes Gewissen. Im Zweifelsfall. Möchtest du meinen Finger lutschen? Nein, das ist mein Mikro. Im Zweifelsfall bin ich es schuld, verstehst du nicht du? Du sagst, ich hab Indianer und Zigeuner gesagt. Ich hab so Figur gesagt. Ich hab das nicht gesagt, oder? Du hast nichts gesagt. Also, pass auf, ich glaube, dass die Russen... Ich habe nur gehört, wie er schnitzt. Ich glaube, dass die Russen jetzt ganz böse werden. Und ich möchte das nicht provozieren. Irrationale Entscheidungen. Deswegen keine Waffen mehr. Kenne? Weißt du, was die Initialen von Arnold Hofreiter sind? Haare. H-A-A-R-E. Und dass er auch gerne malt in seiner Freizeit, Landschaftsbilder, kommt dir das verdächtig vor? Stimmt. Waffen. Und überhaupt, Menschen... Schwere Waffen. Menschen, die solche Bärte haben wie Toni Hofreiter, haben was zu verbergen, habe ich in meiner Kindheit schon gehört. Das sind Leute, die kleine Kinder hinter den Busch ziehen. Andere. Jetzt Toni nicht, der hat ja nur Waffen. Und wie er das aufsagt. Ist hier eine Kamera? Ich muss mal kurz eine Erklärung abgeben. Du läufst aus dem Licht raus, es ist dunkel. Robert Skopin, das geht direkt an dich. Ich habe mit diesem Typen nur bedingt was zu tun. Der hat mich in eine Falle gelockt. Der hat hier im Affekt Sachen gesagt, die ich total bedauere. Stellvertretend auch für ihn. Ich bedauere das. Und ich entschuldige mich hiermit, falls ich damit jemanden... Nein, falsche Entschuldigung. Es tut mir aufrichtig leid, falls ich jemand davon... Fuck, schon wieder die falsche Entschuldigung. Bitte canceln Sie uns. Bitte. Bitte schmeißen Sie uns aus diesem verfickten Sender raus, damit wir sowas nicht mehr machen. Herzlich willkommen bei Deutschlandfunk Kultur. Heute mit dem bekannten Parodisten und Comedian Florian Schröder. Vielen Dank. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, aber heute, Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Danke, schön, dass Sie eingeschaltet haben, meine Damen und Herren, hier bei Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich, dass ich hier heute zu Gast sein darf. Hallo Berlin, hallo Köln, hallo München, hallo wo auch immer Sie uns hören, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich mit Klavierbegleitung heute hier sein darf. Ich bin hier bei Deutschlandfunk Kultur, weil ich gerne heute sprechen möchte über einen Mann, der einen Tag vor mir Geburtstag hat. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer bei Deutschlandfunk Kultur, werden es wissen. Der Mann, der einen Tag vor mir Geburtstag hat, am 11. September, ist in Amorbach geboren. Adorno, meine Damen und Herren. Adorno hatte gestern Geburtstag. Und da würde ich gerne über Adorno sprechen, über die Minima Moralia, meine sehr verehrten Damen und Herren, in welcher die wundervolle Sentenz vorkommt. Adorno! Alle kennen sollten. Adorno! Untermalt von meinem türkischen Migrationskollegen, Adorno! Den ich ins Klavier verbannt habe, als den mich begleitenden Pianisten, meine Damen und Herren. Sie wissen es. Sie wissen es, meine Damen und Herren. Sie hat! Er weint. Allah! Er weint, wie alle weinen, die aus der Türkei zu uns kommen. Es Slava ist für mich, Ukraina! Meine Damen und Herren, Slava Ukraina! Für mich auch ein Akt der Integration, dass ich diesen armen Mann, der aus der Türkei zu uns geflohen Allah! Ist, hier in meiner Sendung bei Allah, Deutschlandfunk Kultur. Er ist minder bemittelt wie viele Migranten, meine Damen und Herren. Viele Migranten haben das Problem, dass sie ein bisschen blöd sind, habe ich bei einer anderen Kabarettistin in einer Sendung gehört, deren Moderator sagt, hallo, ich bin Schnur, ne? Und jetzt kommt Greta. Und da lernte ich, meine Damen und Herren, dass auch Adorno Greta Thunberg Adorno. Gehasst hat, meine Damen und Herren. Das lernte ich, ja, aber was wollte ich sagen? Dieser kleine, jetzt etwas aufdringliche Migrant, den ich leider nicht abschalten kann, weil ich sonst fremdenfeindlich wäre. Er ist mein Gast, meine Damen und Herren. Er ist mein Gast. Wunderbar. Er ist... Oh, das Mikrofon. Das Mikrofon, ich bin hängen geblieben. Mein lieber Freund. Ach, oh, ich hab dich so lieb. Dich auch. Schön, oder? Das Mikrofon ist abgefallen. Ganz toll. Ja. Ah, so. Ah. Dschihad! Adorno!
So, wie Adorno hätte wirklich gestern Geburtstag gehabt, ne? Ja, ist doch nicht schlimm. Wir haben ihn ja auch geehrt. So, was machen wir noch? Komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. 15 Minuten. Oh nee, nicht mehr. Wir haben um 20 vor angefangen. Die Stunde ist durch. Wenn wir jetzt noch tschüss, dann hören wir auf. Das war ein super Schluss. Ich finde die Leute aus. Wir sollten den Rest jetzt einfach rausschneiden und dann gehen wir. Ja. Ich möchte noch kurz sagen, geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. Adorno, Minima Moralia, Seite müssen Sie selber herausfinden. Wiederschauen. Das war's. Florian Schröder. Serdar Somuncu. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, Dankeschön. Ciao. Thank you.